Moin Leute, hier ist wieder Seta, aka Devilmaus von youngfamily.de und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Green Hell. Und ich mach mal kurz die Musik ein bisschen leise. Audio. Hallo? So, übernehmen. Ja, wollen wir. Gut. So, dann muss ich mal kurz in die Vorschau gucken. Wie schaut's da aus? Wir schalten mal rüber erstmal. So. Genau, und da sind wir wieder im Dschungel. Ich wundere, ich muss hier mal raustappen und hin und her gucken. Okay, sieht alles gut aus. Gut, und ich habe mir gedacht tatsächlich, dass ich, ich habe ja schon ein gespeichertes Spiel gehabt, halt von wegen, warte mal, so, Tag 227. Hier war es tatsächlich so gewesen, dass ich hier eigentlich auf eine höhere Schwierigkeit gespielt habe, aber da ich das halt von Version 0.5.0 importiert habe, der Spielstand funktioniert im Allgemeinen halt, aber er funktioniert nicht richtig. Deswegen dachte ich halt, ich werde nochmal ein neues Spiel starten. So. Ich muss die Musik noch ein bisschen leiser machen. Optionen. Audio. So. Und zwar kann man ja jetzt ja, wenn man ein neues Spiel erstellt, so, Survival. Genau, Benutzer definiert. Da wollte ich mal reinschauen, was man da alles so Schönes machen kann. So, Kampfschwierigkeitsgrad, Nährstoffentzug, Permatod aus, an, geistige Gesundheit an, Müdigkeit, Gesundheitsverlust, Stämme, lalalala. Igel, Schlangen, Piranhas und. Okay, hier steht nur Piranhas und. Auch geil. Okay, okay, okay. So, was gibt's denn so bei den normalen Spielständen? So, Dschungelkönig. Gegner sind wesentlich feindseliger. Geistige Gesundheit, dramatischer. Geistige Gesundheit an. Lalala. Feindliche Stämme. Willkommen im Dschungel. Geistige Gesundheit, feindliche Stämme. Nahrungsstoff normal. Ja, wir werden mal Dschungelkönig nehmen, würde ich sagen. Ich bin der Dschungelking. Nein, natürlich nicht. So. Wir werden mal unseren Tag 222, den ich mir eigentlich mal aufheben wollte, von der Version 0.5.0 auch gerne jetzt nochmal überspeichern. Und, ja, oder? Ja. Wir fahren mal einen komplett neuen an, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier noch den Story-Teil durchgehen mussten, aber eigentlich nicht. So, Loots, 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 for the win. Gut, ich würde sagen, wir werden mal schauen, ob wir jetzt auch nochmal den Story-Teil machen müssen. Ansonsten werde ich natürlich standardmäßig erstmal wieder mir die wichtigsten Sachen zusammensuchen. Also das heißt, den Bidon hätte ich ganz gerne, den Topf hätte ich gerne. Und dann, ja, werde ich mal gucken bei den anderen Stellen auf der Map, beziehungsweise ob wir jetzt auch die Map halt finden. Also ich muss jetzt gleich mal die ganzen Koordinaten, da ich die nicht alle im Kopf habe, mir von einer Liste, die ich mir natürlich erstellt habe. Also wir waren auch schon an allen Orten gewesen tatsächlich, da werde ich mir jetzt halt gleich nochmal die Koordinaten halt raussuchen. Und dort werden wir uns dann erstmal jetzt alles hinbegeben. Ich schau mal, ob jetzt alles läuft. Es steht. So, und die Ladezeiten sind wesentlich kürzer geworden auf jeden Fall. Also das hat sich auf jeden Fall sehr geändert. Finde ich gut, muss ich sagen. So, jetzt lädt er nochmal, okay. So, dürfen wir jetzt anfangen? Oder was fängt? Der fängt jetzt mit der Story an, nee, ne? So. Gut. Wir sind wieder irgendwo im Dschungel gespawnt. Gucken wir kurz. Wo sind wir denn gelandet? 4418. Okay. Gut. Als erstes werden wir uns hinbegeben. Ich muss mir nur kurz einmal das Wiki aufmachen. Sekunde. Was brauchen wir denn als erstes? Ich würde sagen, wir werden uns erstmal den Bidon holen.
So, Green Hell Wiki. Wiki, 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 Wiki. Wiki? So, Green Hell Wiki. So. Locations, nicht wundern, es geht gleich los. So, als erstes würde ich sagen. Ja. Nehmen so erstmal das hier weg. Würde ich sagen, holen wir uns erstmal den Bidon und wir werden uns auf den Weg machen zum Jeep. Und der Jeep befindet sich ja bei 4417. Also eigentlich sind wir direkt da in der Nähe. Sehe ich gerade. So, 4417. 4417, wow. Wir müssen nur ein ganz kleines Stück nach Norden. Jo, also das heißt, ein ganz kleines Stück da lang. Da lang. Wir haben uns mal jetzt hinbegeben. Und, ja, komplett neu anfangen. Muss ich jetzt leider. Da ich der andere Spielstand halt, wie gesagt, mit dem Schwierigkeitsgrad nicht hinhaut. Da man dort halt leider, ja, leider nicht die Eingeborenen mehr hat und sowas halt. Bisschen schade, aber da haben wir auch eine riesen Base gebaut. Und ich denke mal, diesen Spielstand hier werde ich auch dafür nutzen. Gut. Soweit, so gut. 4417 eigentlich ist... Eigentlich sind wir hier direkt... Müsste eigentlich, wenn die Koordinate noch stimmt, müssten wir eigentlich direkt hier in der Nähe sein. Genau, hier müsste eigentlich irgendwo sein, ne? Da hinten ist er. Genau, den Bidon werden wir uns natürlich jetzt erst schnappen. Da sind auch gleich Nüsse runtergefallen. Genau, Stöckchen, Steinchen. Ja, was man nicht am alles am Anfang halt braucht, ne? Ihr kennt das ja. So, zack, erstmal aufsammeln. So, die Nuss ist hier reingebackt, okay. I see, I see. Kriege ich jetzt hier eigentlich auch den... Ah, okay. Also hier aus der Story kriegt man jetzt hier auch die ganzen Sachen dazu. Bidon, Schmerzmittel. So, das ist eigentlich das Wichtigste. Wir haben leider noch keine Waffe, sonst hätte ich da die gute alte Spinne. Hier seht ihr. Die große alte Goliath-Vogelspinne. hätte ich sonst gekillt. Gut. Stein brauchen wir unbedingt noch. Dann haben wir schon mal die erste wichtige Sache auf jeden Fall am Start. So, wo ist ein Stein? Stöcke liegen hier genug rum, aber Steine. Steine, die Schweine, ist das hier einer? Nee, leider nicht. Na, Picari, bald wirst du auf meinem Tisch liegen. Bald gibt's was zu essen. Hm. Gut, hier laufen echt viele von denen rum. Und, genau, jetzt werden wir uns nämlich noch als nächstes, da muss ich jetzt auch nochmal kurz gucken. Wir haben uns nämlich zum Drogencamp begeben, das sich befindet bei, na, wo ist das? Bridge, Bamboo, Waterfalls, Fishing, da, Bamboo, Native, Drug Facility. So, die befindet sich bei 51,27. Gut. Aber erstmal brauchen wir einen Stock. Damit wir natürlich erstmal uns die wichtigsten Sachen halt besorgen. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt hier auch Ayahuasca brauen kann. Also, wie gesagt, ne? So im offenen Spielmodus oder was halt, ist natürlich so eine Sache. Gut. Stöckchen, Stöckchen. Was hatte ich gesagt? 51,27. So. Gut, wir werden uns erstmal Richtung Westen begeben. Gut. Na, grundlegend kenne ich die Map eigentlich auch halt, wie gesagt, aus der Story. Wir haben auch beide Innen halt durchgespielt gehabt. Und ich wollte mir aber allerdings jetzt hier halt wieder einen normalen Spielstand halt machen, wo ich auch wieder die Tage halt ein bisschen sammeln kann. Aber ich finde jetzt hier echt gerade keinen Stein, ne? Was ich nicht so cool finde. Stein, Stein, Stein. So, Subnet. Ach, das ist ja der Frank. Na, jetzt kommt er, weißt du? Jetzt, wo ich gerade angefangen habe. Ja, komm du erstmal nach Hause, Frank. Ich mache jetzt erstmal so ein Stündchen oder anderthalb oder sowas halt. Und dann können wir ja gerne was zusammen zocken. Ich hatte die letzten Tage ein bisschen sehr viel Stress, muss ich sagen. Arbeitstechnisch natürlich. So, Stöckchen sind wir voll. Wir werden uns weiter Richtung Westen begeben. Und ich brauche nur einen verdammten Stein. Da war eine Spinne. Eine Schlange. Gibt es hier irgendwo einen Stein? Ich bin wahrscheinlich schon an 10 vorbeigelaufen. Was war das? So. Ich habe
gerade, glaube ich, ein Stein runterfallen wird, oder? Ah, Stein. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal schnell was craften. So, nee, Steinchen. So, normale Steinaxt. Das heißt, wir müssen auch wieder unsere ganzen Skills halt hochleveln. Was natürlich auch wieder so eine Sache ist. Molineria nehmen wir gleich mit. Tack, tack. So, Gekehr. Ach ja, genau, und alle Dinger müssen wir jetzt ja auch wieder zusammensuchen. Alle tollen Fallen und sowas halt. Aber ist egal, wir sind ja eh jetzt zur Drug Facility auf dem Weg. Da werden wir uns auch gleich wieder die Todesfalle, also Tötungsfalle, besorgen. Nicht sammeln. Ach, Idiot. Jetzt hat er zweimal Fasern gemacht. Warum tut er mir das an? So, Richtung Westen weiter? Okay, da müssen wir eh runter. Gut. Wir werden nochmal El Schlango killen. Ne, wo waren die? Die war doch hier irgendwo, oder? So großer Stein. Schnell mal wegsammeln. So, Uhrzeit dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Alles klar, eine Kokosnuss wäre auch noch geil. Da hinten ist sie. Können wir sie eigentlich auch mit der Axt? Hat super geklappt. Dann machen wir es anders. So. Gute kleine Schlange, du wirst mir lecker schmecken. So. Herstellen. Wir machen uns erstmal ein Billigspeer, würde ich sagen. Gut. So, Tukan sammeln wir auch mal. Seil hatte ich hier auch gesehen, ne? So. Zack. Wo ist der andere große? Da. Herstellen. Dann natürlich ein Bogen erstmal. Auch extremely important. Ja, schon, wenn man so im Spiel drin war oder sowas halt, jetzt wieder so neu anzufangen, ist natürlich wieder so eine Sache für sich. Den Stein nehme ich mal auch mit. Sammeln. So, wir können noch kleine Stöcke und zwar nicht mehr so viele. Ein paar können wir noch nehmen. Sammeln. Bogenfalle haben wir jetzt auch gleich schon bekommen, alles klar. So, sammeln. So, jetzt wird wahrscheinlich wieder unsere gute Spinne hier, Schlange. Nee, die ist noch da, alles klar. So. Ach, Messer haben wir doch gar nicht von. haben wir zwei Steine zufällig? Ja. Herstellen, herstellen, herstellen. Gut. Machen wir natürlich hier auf Slot Dings. Slot 1 kommt unser Speer. 2, 3, 4. Obwohl, wir machen mal so. Dann werde ich mir nämlich noch ein Speer besorgen. Man weiß ja nie. 3. So, natürlich an alle, die da sind. Jonas, natürlich auch hallo an dich. Nicht wundern, ich bin gerade am Stream, deswegen ist kein Talk Power im Teamspeak. Aber wenn irgendwas ist, schreib einfach. Ne? Dann sollte ich es eigentlich hier im Twitch-Channel sehen. Oder du kommst halt selber bei Twitch vorbei. Dann sehe ich es auch. So. Gut. Weiter geht's. Richtung Westen. Es regnet und wir haben leider noch keine Kokosnuss. Durch Zufall sehen wir hier irgendwo eine. Nee. Das wird natürlich wieder so eine Sache werden. Ah, da vorne ist eine. So, Bananen. Auch mal essen. 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 Und eine nehmen wir uns mal mit, würde ich sagen. Gut. So. Zack. Wo ist er hin? Hallo, Kokosnuss? Wo sind die hin? Hä? Ich habe gerade kurz nach rechts geguckt auf dem Chat, aber. Hä? Hab ich die aufgesammelt? Nee. Okay, dann holen wir uns halt die anderen da runter. Müssen wir jetzt leider. Gut. So. Oh, shit. Zack. Seriously? Ist jetzt bei zweimal meine Axt kaputt gegangen? Wow. Okay, alles klar. Dann werden wir es nochmal neu herstellen. Zacker. 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 Ja, und ansonsten, Frank, bei dir alles in Roger in Kambodscha oder was? Krass, dass unser Ding so schnell kaputt gegangen ist. So, nehmen wir erstmal mit. Und die andere holen wir uns jetzt auch noch darunter. Leider kann ich da nicht irgendwie raufklettern oder so. Das wäre auch cool eigentlich.
Okay. Alles klar. Ich habe eigentlich drauf gezielt. Oh, jetzt werde ich meine Axt nie wiederfinden. Nicht so schlimm, tatsächlich. Wir müssen eh ein paar Äxte am Anfang craften. Wo ist denn die hin, sag mal? What the fuck? Spiel, du hast mich heute wieder gern, ne? So, ich könnte jetzt zwar auch einen Stein da hochwerfen. Habe ich überhaupt noch einen Stein? Ich glaube nicht mehr, aber doch, einen haben wir noch. So, einen werden wir uns noch herstellen. Zacker, zacker, zacker. So, auf ein neues. So, diesmal ziehen wir genau. Bisschen drüber eigentlich immer. So, sehr gut. Und wir haben gleich ein bisschen wieder Axtkräfte geskillt. Nehmen. So, wo ist jetzt noch die Kokosnuss gelandet? Kokosnuss Palmgrün? Nee, machen wir sie erstmal kurz hier hin. Zack. Trinken und mitnehmen. Gut. Ja, ich sehe hier auch schon wieder eine bekannte Stelle, wo wir öfter schon mal waren, tatsächlich. Hier müsste eigentlich auch ein Ameisen. Okay, hier haben wir die Ameisen. Siehst du mal, ich werde mal. Komme ich nah genug ran? So, wir werden mal ein paar Ameisen mitnehmen. Da ich jetzt nämlich auch nochmal ausprobieren will, ob es jetzt hier geht mit den Sammeln. Beziehungsweise mit den Wunden flicken. Genau, Bananen hatten wir hier und Stein waren ja eigentlich auch immer ziemlich oft. Sammeln. Und natürlich hallo an alle, die bei Twitch zuschauen. Auch gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, immer in Chat. Na, wir haben schon öfter gespielt, tatsächlich. Ich überlege, ob ich mir hier noch einen kleinen, schnellen Speicherpunkt bauen werde. Nimm ihn doch mit jetzt, komm. Weil hier hatten wir eigentlich auch öfter mal kampiert, tatsächlich. Aber, ja, gut, wir werden jetzt eh uns zum Drogencamp begeben und dann dort noch die anderen Sachen schnell holen. Den Kletterhaken habe ich jetzt hier auch schon gefunden. Aber ich glaube, wir werden, warte mal, ich schaue mal auf die Uhr, wie spät haben wir es? 13:56. Ja gut, wir könnten hier ein Camp uns vorbereiten, damit wir zumindest die erste Nacht ein bisschen am Start sind. Werden wir, glaube ich, auch mal machen. So. Gib um. Okay. Alles klar. Und wir werden uns einfach mal, es muss jetzt nicht hübsch sein tatsächlich, sondern einfach nur zweckmäßig. So, kleiner Hüttenunterstand. Und den werden wir uns, hier darf ich wieder nicht, wa? So. Einfach mal hier in einem Eingang. So. Zacker. Ein langer Stock. Gut, wir werden uns die Sachen natürlich auch erstmal noch besorgen, halt, was wir da brauchen noch. Und, dann werden wir unsere erste Nacht gucken. Geht das jetzt eigentlich mittlerweile gut? Gut. Speer hat gewirkt. Ja, mit dem Bogenschießen ist ja mittlerweile so eine Sache halt, mit dem richtig Zielen. Da ist ja auch wieder so eine Schwierigkeit. Ich habe jetzt mittlerweile auch mal nachgeschaut und sowas in den Steuerungen und so. Da steht tatsächlich auch drin, dass man mit Shift jetzt gedrückt halten muss, um das irgendwie ruhig zu halten. So, wir sind einmal dreckig. Okay, okay, okay. Zack. Nein. Hier waren immer so viele Steine, ne? Lehm nehmen wir einmal mal. So, damit wir die Baupläne haben. Gut. Waschen. Reicht einmal? Jawohl. So, Pilze habe ich jetzt hier leider noch nicht. Gut. Dann holen wir uns erstmal die Stöcke und sowas alles von da hinten. Gut. Sind hier hingefallen, ne? So. Zack. Nee. Wo ist der andere große? Wo ist der andere große Stock? Ist das hier ein normaler, ne? Nee, langer Stock. So, wo sind die Scheite hingefallen? Scheite, Gescheite. Nummer uno. Nicht wundern für die Leute, die fragen, warum ich das so trage. So kann man einfach mehrere Sachen auf einmal tragen. Ohne, dass es da so Riesenprobleme gibt. Man muss halt immer noch aufs Gewicht halt an. Zum Motokari. Ah, na? Ach, das ist der Jonas aus dem Chat. Alles klar. Aus dem Teamspeak. Ich hatte mich schon gewundert. Moin, moin, natürlich auch an dich. Gib mir mal Team Senior. Bist du der Jonas im Teamspeak? So, warte. Sekunde. Servergruppe. Kriegst du eigentlich Team Senior? Ja gut, du warst ja lang genug eigentlich am Start. So. Aber ansonsten hoffe ich, bei dir ist alles tutti, schicki lucky. Ich hoffe, dir geht's gut. Gut. Fuck. Okay. Ah, wir waren zu nah am Ameisenhaufen. Gut, dass wir Molinaria gemacht haben.
So. Pusteln. So. Ach nee, es ging ja nur Funken, ne? Nee. Da stampfen wir mal ganz wütend auf. So, ein Rüstungsteil können wir uns dann auch machen. Boah, am Anfang muss man immer so viel machen. Ganz, ganz schrecklich. So, herstellen, herstellen. Ach ja, ein Feuerbohrer müssen wir jetzt auch noch machen. So, 1,5 Jahre. Ja, stimmt, 1,5 Jahre warst du ja auch im Team, ne? Soweit ich noch weiß. So, wir haben leider keinen großen Stock gerade mehr. Warte mal. Großer Stock. Hatten wir doch noch irgendwo welche, ne? Oder war es auf der anderen Seite? Ich glaube, es war auf der anderen Seite. So, das waren noch Zeiten. Ja, tatsächlich. Gute alte Zeiten, ne? Ja, war immer lustig halt. 6,5 Jahre Minecraft durchgängig oder so, das hatten wir ja auch immer gezockt halt. Und also, pff. Ich sehe aber, jetzt wird es auch wieder so ein bisschen aktueller irgendwie. Ich weiß nicht, ob da so geile Updates kamen oder so. Oder warum wieder Leute das tatsächlich so oft spielen. Ja. Gut. Alles klar. Psychoteria brauchen wir jetzt gerade nicht. Psychotria oder Psychoteria, glaube ich, hießen die ja, ne? So, Stöckchen. Lianen. So. 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 Das Feuerchen müssen wir jetzt auch gleich noch machen. Zack. Zack. So, kleine Stück sind wir jetzt auch voll. Alles klar. Gut. Sekunde. Moment. Da hatte gerade mein Handy geklingelt, da muss ich mal kurz drauf gucken, nicht wundern. Geht gleich weiter. Scheint jetzt hoffentlich nicht so wichtig gewesen zu sein. Hive ist quasi tot. Gomme auch. Echt? Immer noch? Also, eigentlich war es doch mal schon wesentlich besser geworden, ne? Zwischendurch. Gut. Da wir eh was zu trinken brauchen, werde ich mir kurz noch einmal sammeln. 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 Trinken. Sammeln. So, Hive ist, wenn überhaupt noch 2K-Spieler und Gomme 7K. Echt? Also, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht so im Auge, natürlich. Aber früher ist man ja gar nicht ohne Premium bei Gomme raufgekommen. Das weiß ich ja auch noch. Tatsächlich. Gut. Was jetzt auch neu ist, tatsächlich, was ich gesehen habe, dass man halt die Sachen jetzt nicht mehr so. Man kann sie jetzt halt selber ein bisschen so verteilen. So, machen wir mal so. Und so. Ja gut, es geht noch nicht ganz so ideal, aber das ist schon wesentlich besser als vorher. So, Igelchen machen wir mal auch weg. Ach nee, oder? Haben wir Igel? Ja. Ich glaube nicht, wa? Nö, haben wir nicht, alles klar. Gut. Soweit so gut, wir können ein bisschen was trinken. Was wir natürlich jetzt auch als erstes brauchen werden. So, und Patrick, moin moin, auch an dich. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Nicht wundern. Ich nehme das einmal ganz kurz aus. Sonst werden nur die kleinen Server besucht. Achso, der einzige Server, der noch gut besucht, sind Hypixel und Griefer Games. Echt? Okay. Na gut, Griefer Games habe ich eh nie gemocht. Hypixel ist immer noch so okay gewesen. Aber... ja, ich bin am überlegen, beziehungsweise vielleicht kann man ja irgendwie mal wieder was in Richtung Minecraft halt machen, beziehungsweise halt auch irgendwie, ich sag schon, irgendwie erstmal ein Event-Stream machen. Jetzt habe ich Igel, okay. Wo ist ja denn der eine? Da, zwei sogar. Bäh. Bäh. Weg damit. Das sind sogar drei. Wieder eine ganze Igel-Familie. So, kauf jetzt einen Rang. Was? THF-Comeback? Sonst wären die... Was? Kauf jetzt einen Rang? Was meinst du, Patrick? Erzähl mal.
Ja, wenn, müsste ich ja sowieso einen Monat halt machen, ne? Weil sonst würde es sich ja nicht lohnen. Was ich auch letztes Mal gesehen habe, das ist jetzt auch... Oh, hier habe ich noch eine Axt. Okay. Alles klar. Dass man jetzt hier raus, wenn man sie so zerteilt, normalerweise, wenn man die halt sammelt, kriegt man ja immer nur, die normalen Stücke halt raus. Aber ich habe gesehen, man kann auch das jetzt so machen und dann kriegt man halt auch lange Stücke daraus. Das ist, glaube ich, auch neu. Da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube. So, rein damit. Seil haben wir auch. Dann brauchen wir noch ein paar Palmenblätter. Da. Ich denke, einige werden es wieder spielen. Ja, also das haben auch schon ganz viele im Forum halt geschrieben. Ne, dass sie auf jeden Fall natürlich wieder mitzocken würden. Und ja, wir schauen mal, wie gesagt. Zumindest, dass man halt vielleicht erstmal Devil's Castle oder sowas halt macht. Pixelin hat ja auch irgendwie geschrieben, dass er da auch mal wieder was machen würde. Also zumindest programmiertechnisch. Wie gesagt, ich muss mir überlegen, ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher, möchte jetzt auch nichts versprechen oder so. So. Minecraft-Spieler gehen hoch. Ja, tatsächlich ist wirklich viel, also was ich gesehen habe jetzt auch bei Twitch, aber da wusste ich jetzt nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass vielleicht größere Streamer das gerade spielen. Ne, weil Gronkh hat ja jetzt, glaube ich, auch wieder angefangen oder was, soweit ich das gesehen hatte. So, jetzt müssen wir ein blödes Blatt hier. Oder sind es zwei? Sind zwei, ne? Ja. Ah ja, klar. So, haben wir noch irgendwo durch Zufall eins rumfliegen? Waren das alle? Fragen über Fragen. Waren, glaube ich, echt alle, ne? Normalerweise fliegt ja manchmal noch, wenn man Glück hat, so eins rum. Ah, siehst du? So. Bis 10k. Ja, gut. Ein paar sind ja schon... Oh, jetzt wird es dunkel. Man konnte doch auch jetzt Optionen... Grafik... Helligkeit... So, Sekunde. Ein bisschen höher machen wir mal. Übernehmen. Jetzt sieht man wenigstens, glaube ich, ein bisschen was. Jedenfalls ein bisschen besser. Bei mir sieht es jetzt ziemlich hell halt aus, aber... So, Signet. Moin, moin. Ich habe schon vorhin gesagt, ne, jetzt wo ich angefangen habe zu zocken, dann kommst du. Aber ich wollte dir noch ein bisschen Zeit lassen. So, genau, Dschungelkönig, den werden wir mal überspeichern. Gut. Dann brauchen wir natürlich noch ein Feuerchen. Das werden wir aber hier in der Höhle machen. Jetzt haben wir erstmal die wichtigsten Sachen halt gemacht. Und dann werden wir uns erstmal ein bisschen verpflegen. Ich hoffe, bei dir ist alles tutti, Frank. Ich muss nochmal morgen mit dir wegen dieser Port-Mapper-Geschichte da, der Supporter. Ne? Ich muss das, wirst du sehen. Wir quatschen einfach mal dann, wenn der Stream nicht an ist. So. Da unser lieber Freund hier auch so gut festhängt. Wir haben ihn nicht getroffen, ernsthaft. Komm schon, Jake. Bist du so doof? So, wollte schon sagen. Oder ist er komplett verbuggt? Ich glaube, der ist. Ah, ne, jetzt können wir ihn. Und hier ist aber noch ein Skorpion. Er trifft ihn einfach nicht, ne? Komm schon, Jake. Triffst ihn. Sehr gut. So, sammeln. Bist krank? Kopfhydrathaus? Ja, nicht so viel trinken, wa? Nee, echt, also gute Besserung natürlich dann. Hast du Erkältung abbekommen oder was? Gleich wieder die ersten Wintermonate? Aber natürlich gute Besserung. So, naja, kannst dich ja mal melden. Natürlich. Brauchen eine Abwechslung von CSGO. Du spielst CSGO, echt? Immer. Nope. Hier. Kannst jetzt gerade selber nicht. Ja, ja, okay, alles klar. Muss echt immer ein bisschen drunter zielen jetzt, ne? Die haben die Hitbox so ein bisschen verändert. Normalerweise muss man immer ein bisschen drüber halten. So, Spinnchen werden wir jetzt nicht essen. Hinten war ja mal ein ganz. Ort. Wir können noch mal kurz hier ein bisschen aufräumen. Wir brauchen eh ein paar getrocknete Blätter. So, mach kaputt. Komm, du schaffst das. Bin ich mir sicher. So. Na, jetzt tu doch nicht so. 3000 Stunden. Alter Falter, 3000 Stunden deines Lebens erstmal vergeudet. Heilige Scheiße. Haben wir auch eine Eisen? Oh ja. Das heißt, wir werden uns hier nachher auch noch einen Eimer Eisen mitnehmen. Also nicht, weil wir es jetzt brauchen, sondern einfach damit wir die Rezepte auch wieder freigeschalten haben. So, und hier hinten werden wir uns einfach mal kurz dann
häuslich niederlassen, würde ich sagen. N. So, zack, zack. Haben wir nicht genug Stöcke, alles klar. So. Wie fährst du nochmal in Arma? In Arma habe ich, na, 2000 noch irgendwas, glaube ich. Müsstest du mal gucken. Aber Arma ist ja keine Zeitverschwendung. Ja gut, ich meine, jeder, wenn du natürlich CSGO magst oder das natürlich auch irgendwie clanmäßig machst oder sowas halt, weißt du. Dann ist natürlich keine Zeitverschwendung. Ist ja immer objektiv halt, ne? Ja, ich weiß, ich werde müde. So, du hast schon so viele Stunden, Patrick. Gut. Soweit, so gut. Wir schauen mal, 21 Uhr. Ach, sind meine? Ich hab drüber schon. Ah, okay. Community Server, sonst kann man kein CSGO spielen. Okay, ist das so schlimm? Also so Hacker verseucht oder was? Wir werden mal den hier sammeln. Weil hier, wenn man so sammelt, kriegt man halt keine langen Stöcke raus. Man kriegt halt nur auf jeden Fall Feuerbrett und normale Stöcke. Und wenn man draufhaut, kriegt man ja mittlerweile, was ich gesehen habe, auch tatsächlich lange Stöcke noch mit raus. So, Schnecki. Zwei Dinger muss ich mal mitnehmen. So. Ich hätte mal drin das Ding bauen sollen. Naja. Bidon. So, dich einmal aufgefüllt. Und dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Grillparty hier. Ein bisschen was essen. Grillparty. Ach, Pixelchen. Oh Mann. Hast du mich jetzt erschreckt? Stimmt ja, du kannst dir ja Talkpower geben. Ich bin gerade am Stream, oh. Nicht wundern. Oh. Nee, alles gut, kannst ruhig weiterreden, aber. Sonst alles tutti, schickilacki. Ich habe mich gewundert, dass du eine neue Nummer hattest. Anscheinend habe ich es vergessen, eben zu schreiben. Aber es ist deine jetzt komplett, ja? Ja. Die bleibt jetzt auch, Gott sei Dank. Und die andere geht nicht mehr, ne? Oder? Ich habe die SIM-Karte noch neben mir liegen, aber die geht nicht mehr, ne? Okay, alles klar. Ja, muss mir das nachher noch einspeichern, auf jeden Fall. Darf ich nicht vergessen. So, 3860 hast du, Patrick. Du bist echt ein Wahnsinn. Alter, hier buggen sich die jetzt immer fest. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ich treffen würde. So. Oh, wow, jetzt klingelt es. Oh, Mann. Ja, so ist es, ne? So, sammeln wir uns jetzt mal alles auf. Feuer können wir uns jetzt nicht mehr machen, tatsächlich. Deshalb, wir werden auch dann gleich mal eine Runde durchschlafen. Eigentlich ist perfekte Zeit zum Durchschlafen. Genau, wir brauchen ja normale Stöckchen nochmal. So. Gut, dann werden wir mal speichern. Genau. Wie gesagt, Story haben wir auch beide Teile tatsächlich halt durchgehabt. Also hier seht ihr tatsächlich, ich hatte mir hier einmal das normale, beziehungsweise das mit dem Chör das Ende und einmal ohne. Und ja, unser normaler Speichertag war ja tatsächlich schon bei 227. Und jetzt ist es mittlerweile, ja, Tag 1. Ich fühle mich so neu. Oh. Nein, so, wir werden jetzt durchschlafen. Würde ich sagen. Und dann morgen machen wir jetzt erstmal ordentlich was zu essen. Und dann wandern wir weiter. So. Oh. Ein toller Morgen, es regnet. Wie soll das auch anders sein im Regenwald? So, trinken, trinken. Gut, jetzt hoffen wir, dass unser Essen nicht vergammelt ist. Und müssen natürlich wieder hier nach Skorpionen oder ähnlichen Sachen gucken. Spinnen, Skorpioni brauche ich nicht jetzt gerade. So, ja genau, das Eisen wollte ich ja auch noch. Obwohl, Steine werde ich dann gleich doch noch nehmen. Wir machen uns aber jetzt erstmal was zu essen. Nee. So. Benutzen. Sind unsere Blätter trocken geworden? Noch nicht. Dann nehmen wir halt erstmal die Fasern. So, benutzen. So, hier bin ich übrigens wieder. Hallo? Gut. Zack. Dann natürlich Kokosnuss.
So, verschütten, verschütten. Das ist ja immer dieser Bug, dass man halt null Einheiten an Wasser da drin hat. Oh nein, unser Fleisch vergammelt gerade. Ist nicht so schlimm. So, komm schon, bevor du vergammelst. Rein da. So, dich sammeln wir mal auch. Dann haben wir zumindest auch wieder ein paar Maden am Stissel. Und wir machen erstmal die Apfelschnecke. Wie lange hält sich das noch? 10 Stunden? 2 Stunden? Alles klar. Trinken. So, das essen wir mal. Essen, essen. Was brauchen wir eigentlich gerade? Na gut, wie alles ein bisschen. Kriegen wir aber hin. Gut, Pilz rein. Apfelschnecke, yummy. Die gute Schneckensuppe. So, erstmal eine schöne, was? Kohlenstoffmonoxidvergiftung in der Höhle, ja. Naja, gut, obwohl, warte mal. Ich wollte gerade sagen, hier ist ein Loch drin, aber es war eine andere Höhle. Aber die Höhle ist so groß. Meinst du? Meinst du, hier zieht es nicht? Ja, wenn ich hier so drüber stehe, natürlich so. Weißt du, dann auf jeden Fall. Gut, dann Gürteltier, machen wir hier mal rein. Erstmal lecker Süppchen kochen die ganze Zeit. So, Lagerfeuer in der Höhle ist toll. Hast du schon öfter gemacht, oder was, Patrick? So, warte mal, man konnte jetzt auch, glaube ich, mit Alt ganze Stacks verziehen, ne? Ja, das geht mittlerweile. Das ist gut. So, essen, 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 essen. Wasser nochmal rein. Ja, voll über Nacht. Da merkst du auch nichts. Ja, genau. Schläfst du tief ein, ne? So. Gut, dann noch eine Apfelschneckensuppe. Ich weiß gar nicht, ob man Apfelschnecken in echt essen kann. Ja, da müsste ich tatsächlich mal googeln. Würde mich mal interessieren. So, Fleischsuppe trinken. So, und jetzt geht es uns auch gleich wieder besser. Trinken. Zack. Und zack, die letzten zwei Süppchen. Und dann können wir auch schon wieder aufbrechen eigentlich. Beziehungsweise, habe ich noch Steine? Ja. Herstellen, herstellen. Ich habe keine Stöcke mehr, glaube ich, wa? Habe ich noch, habe ich noch? Nee. Gut, machen wir gleich. Denn ich will mir noch schnell das Rezept dann gleich besorgen. So. Das hier. Und nochmal eine leckere Suppe. Leider kann man sich auch keine Suppen in den Bidon abfüllen. Das wäre eigentlich auch noch ganz geil. So, während das hier schnell kocht, gehen wir uns mal schnell ein Stückchen besorgen. So, Spinnchen liegt immer noch hier. Haben wir neue Schnecken? Jo. Gut. Und natürlich, sobald wir rausgekommen sind, haben wir jetzt gleich wieder einen Igel eingefangen, weißt du? Die Blutigel hier. Siehst du, die hätte ich mal ausstellen sollen, weil die nerven eigentlich nur. Die sind eigentlich nicht. Ah, verdammt, wir haben noch mehr. Hier war das, ne? Bäh. Eigentlich gibt es ja auch nur so Blutigelbehandlung oder sowas halt. Aber, ja. Hier sind sie wahrscheinlich nicht so toll. Und ansonsten hast du einen Schnupfen, Frank, oder was? Erzähl mal. Gut. Trinken, trinken. Müssen wir uns drin craften. Weil ich will noch schnell hier die eine Eisenader einmal abgehen, damit wir das Rezept halt freischalten. So. Obwohl ich jetzt keinen Eisen brauche, das lasse ich auch denn hier tatsächlich. Weil noch will ich gar nichts mit Eisen machen. So. Genau, hier war das, ne? Ja, alles klar. Gut. Dann, herstellen. Oh, ich habe draußen gerade einen Eingeborenen gehört. Habt ihr den gehört? Der hat gesungen. Ja. Der hat ja gesungen, die. Ne? So. Nee, das machen wir mal kurz hier. Dann besorgen wir uns das mal kurz. So, Grippe, Kinderschleppen, alles unterwegs ist. Schule ist fast schlimmer als ja, jetzt, das stimmt. Ne? Gut, ich habe gerade bei mir habe ich auch immer Probleme in der Hotellerie oder sowas. Ist ja auch immer so eine Sache. So.
So, das haben wir jetzt eingesammelt. Genau, jetzt können wir Lehmschmiede und sowas halt machen. Das war eigentlich eher das Wichtige. Ansonsten will ich das Ding hier gar nicht mitnehmen eigentlich. So, dann trinken wir noch einen Schluck. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall wieder recht voll sein und dann können wir uns jetzt weiter Richtung Westen aufbegeben. So. So. Tschüss, liebe Höhle. Gibt's hier eigentlich zwei? Hier ist, glaube ich, auch noch so ein Eisenader-Ding. Und da hinten war eigentlich auch immer eins noch. Soweit ich mich noch dran erinnern kann. Das sind so random Spawns, glaube ich, von denen hier. Drei Stück. Gut. Dann werden wir uns Richtung Westen wieder aufbegeben. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wo war das? 51,27. Könnt ihr euch ja gerne mal merken, lieber Chat. Wahrscheinlich viel zu viel. Außerdem hier ist ein toller Abzug hier, Frank, ne? Hier, siehst du, hier. So, ist die Map immer gleich? Die Map ist immer gleich, ja. Aber die haben jetzt halt wieder neue, seitdem die Story halt veröffentlicht wurde, haben die wieder neue, boah, Sachen dazu, warum gerade so Lex gehabt habe, weiß nicht, haben wieder neue Sachen mit dazugefügt. Also es gibt neue Map-Teile sozusagen. So, die nehmen wir uns mal mit. So, Richtung Westen habe ich ja gesagt, ne? Da so lang. So, das. Also, wie gesagt, die Map ist eigentlich auch mittlerweile ziemlich groß, muss ich sagen. Also, selbst ich, was ich schon wirklich viel gespielt habe, das Game halt, verlaufe mich immer noch. Aber so natürlich die einzigen Stellen oder so, die Anfangsstellen, die man halt aus der Beta oder sowas halt kennt, die, ne, findet man eigentlich auch recht schnell, also. Aber Story war auch wieder wunderschön gemacht. War super gut gemacht auf jeden Fall. Also Creepy Jar ist ja irgendwie ein polnisches Entwicklerteam. Und die haben es echt gut gemacht, muss ich sagen. Ein paar Bugs haben sie auch natürlich wieder reingepatcht und rausgepatcht halt, ne, so wie man es ja halt kennt. So. Ja, so mit einer generierenden Map, also so eine random Map oder so, wäre richtig cool hier tatsächlich. Gerade Green Hell ist natürlich ein super Survival-Game, also es macht super viel Spaß. Und ja, also es macht auf jeden Fall mega Spaß, muss man schon sagen. Gut, Richtung Westen. Dann lang. Was hatte ich gesagt? 51,27. So. Ich überlege, nehmen wir die auch noch mit. Die haben gar nicht mehr so viel Platz, wa? Obwohl, nehmen sie mal mit. Das hier, also wie gesagt, mittlerweile kenne ich auch alle Pflanzen, also nicht alle Pflanzen, obwohl doch eigentlich hier in dem Dschungel, beziehungsweise in dem Game halt alle Pflanzen, so was man essen kann, was man nicht essen kann, was man für was braucht, ne, wann man was nehmen sollte. Wären hier so eine tolle Zwiebel, die natürlich nicht reinpasst, war klar. Ach ja, das war die super große, wa? So, zack. So, einmal rein. No. Habe ich gerade noch glücklicherweise gehört. Wo ist sie? Da ist sie. Guck mal, die stellt sich auch richtig so auf. Und wenn man sich zu nah dran bin, dann fängt sie an zu rascheln hier. Ja. Gute Klapperschlange. Die alte Schlapperklange. Na? Wer kennt's nicht? Lecker Klapperschlangenfleisch. So, wir sind jetzt wieder zu vollgepackt. Wie soll es doch anders sein? Banane essen. So. Gut. Gut, bis 51 und dann müssen wir Richtung Süden gehen. Also da hinten lang. So, Fröschis. Ach, wir lassen sie jetzt mal in Ruhe. Wie gesagt, wir wollen jetzt ja zum Ziel kommen. Ich bin mir gerade... Warte mal, ist das nicht hier, wo der Strand auch gleich in der Nähe ist? Dann können wir da eigentlich auch vorbeischauen. So. Gehen wir mal rüber. Wie gesagt, an der Map hat sich einiges geändert tatsächlich. Also ich kenne mittlerweile alle Stellen nicht mehr so vom Blick aus, bis ich weiß, okay. Ich glaube, da hinten war eher so das Offene, ne? Platsch. Ja, und mittlerweile, es gibt auch super viele Tiere halt und ne, super viele Sachen, worauf man achten muss und sowas halt. Und das ist eigentlich einer der anspruchsvollsten Survival Games, die ich eigentlich bisher gespielt habe. So Don't Starve finde ich auch noch krass, das ist auch noch schwer. Ne, gerade aber, wenn man sich hier nicht auskennt, das ist super schwer. Finde ich persönlich. So, Richtung Süden, also direkt da hinten. Aber wir müssen uns natürlich jetzt erstmal, bevor wir wieder richtig hier Basen bauen können. Hiervon kann man auch nur die Blätter tatsächlich essen. Die Blüte ist giftig.
brauche ich aber jetzt alles gerade nicht. Ich glaube, wir sind hier... Drüben müsste doch eigentlich das Fischercamp sein, ne? Dann haben wir hier oben nämlich ein Dingscamp. Na, was war das? Verstorbenes Vieh? Okay, Maden nehmen wir mit. So, Knochen hat er ja auch immer dabei, ne? Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder zu schwer. Ist nicht so schlimm, wir machen uns mal eine Nadel. So, dann soll das reinpassen. Und wir sind wieder zu schwer. So, dann wird er die zweite Banane gegessen. Die Oma hat doch eigentlich immer ein Indianer-Camp. Also Indio, nicht Indianer. Da können wir uns nämlich gleich noch die Sachen mitnehmen. Da rollt schon die Kokosnuss runter, habt ihr gesehen? Genau, nehmen jetzt hier nämlich nur noch das Trockengestell und so mit und gehen dann rüber auf die andere Seite erstmal. So. Fackel, zack. Ich überlege, ob wir jetzt hier noch schnell ein Lagerfeuer machen. Ich glaube nicht. Irgendwas müssen wir... Achso, warte mal hier. Das hier. Lassen wir mal hier, das brauchen wir jetzt eh nicht. Gut. Sonst war hier noch irgendwie, glaube ich... Warte mal, war hier noch was? Essen, trinken, ist egal. Bogen können wir uns hier auch noch nehmen, aber das ist kein Stammesbogen leider. So, ich stelle mir gerade ein Survival-Game vor, bei dem man einen außerirdischen Planeten überleben muss. Das ist bestimmt auch cool, ne? Also so ein Mix aus No Man's Sky. Ja, was gibt es denn da noch Vergleichbares? No Man's Sky, Green Hell. Also so, ja, so auf einem außerirdischen Planeten wäre auf jeden Fall cool, so man. Ja, sowas machen könnte. Oder Space Engineers oder sowas halt. Obwohl Space Engineers, muss ich sagen, da hat sich auch einiges geändert. Ich weiß gar nicht, ob du Space Engineers hattest. Also die Pflanzen sehen immer anders aus. Neu generiert, also ja. Also ich weiß schon, was du meinst auf jeden Fall, Frank. Daher. Ist bestimmt cool, also in dem, also hier wie in dem Setting, also hier ist ja leider noch kein Multiplayer drin. Der Multiplayer kommt aber noch. Also dann wird jetzt als nächstes gearbeitet. Die haben jetzt erstmal am 5. September die Story halt released. Ja, und jo. Gut, dann nehmen wir uns hier nämlich nochmal den Wasserfilter gleich auch noch mit. Das war ja, glaube ich, das einzige Rezept, was hier noch war, ne? So, Pilze. Und natürlich Hallo an Medu. Der Schlawiner. Kohle nehmen wir uns auch mit. Aber wir sind gleich wieder zu voll. Ich sehe das jetzt schon. Wir schleppen eh immer viel zu viele Sachen mit uns rum. Genau, den Wassersammler und die Falle war ja hier noch, ne? Die war ja hier. So. Also man kann hier auch einiges an Fallen und sowas. Wir haben viel zu viel. Warte mal, was brauchen wir denn eigentlich gerade an Essen? Bisschen Wasser. Das Coole ist hier zum Beispiel bei dem Wasser, wenn man es schmutzig halt trinkt, tatsächlich kann es auch passieren, dass man sich wäscht. Nee, natürlich nicht. Dass man halt Parasiten bekommt, was man eigentlich bei schmutzigem Wasser fast immer bekommt. So, jetzt habe ich zwei Parasiten. Ist aber nicht so schlimm, da ich mich hier im Dschungeldock mäßig gut auskenne. Ne, kann, weiß ich natürlich, dass ich den Pilz essen kann und minus Parasiten bekomme dadurch. So, zack. Okay. Haben wir vier Parasiten? Was? Moment. Ist das jetzt ein Bug? Nee, ich wollte schon sagen. Wir hatten vier Parasiten dadurch bekommen, weil wir einmal aus dem Wasser gesoffen haben. Mann. Gut. Hier war ja auch Machete und sowas so ein Kram noch, ne? Fallgiftfrösche. Auch immer vorsichtig, ne? Sollte man nicht essen und nicht anfassen. Die sind nämlich ganz gemeine Viecher. Gut. Ich kenne hier noch einige Stellen tatsächlich. Wir gehen auch gleich noch zu dem anderen Camp. Ich will nur kurz gucken, ob hier noch eine Schildkröte ist. Die laufen hier nämlich auch meistens rum. Beziehungsweise oftmals sieht man sie hier irgendwo rumkrauchen. Ein Schildkrötenpanzer wäre mir eigentlich lieber als wie jetzt tatsächlich die Kokosnussschalen, weil man da einfach mehr Wasser drin abkochen kann. Weil ich es einfach auch geiler finde. Weil gerade läuft hier keine rum. Da hinten ist nämlich auch noch oben so ein Dorf, da werden wir nachher gleich hingehen. Ich werde mal kurz gucken, dass wir jetzt noch ein kleines Camp hier in der Base einrichten. Denn so ab 15 Uhr muss ich immer mir anfangen zu überlegen, wo ich halt schlafe. So, warte mal, wir nehmen mal noch Wasser mit. Flüssigkeit nicht mischbar. Unsicheres Wasser. Kriege ich hier sauberes Wasser oder was? Wasser schmutzig. Hä? Kann ich jetzt mittlerweile nicht mehr die unsicheren Wasser mischen oder was? Hä? Hier ist Wasser unsicher. So, und ich will sammeln Wasser, was schmutzig ist. Das geht nicht mehr zu mischen.
Warte mal, dann machen wir mal so. Jetzt haben wir Wasser schmutzig. Okay, also gibt es jetzt mittlerweile Unterschiede tatsächlich zwischen auch schmutzig und nicht schmutzig. Also beziehungsweise zwischen richtig schmutzig und unsicher. Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. So, wir hatten ja mal unser Feuerchen tatsächlich hier drunter gemacht, soweit ich noch weiß. Zack. So. Stöckchen haben wir keine mehr, wa? Nee. Ein paar kleine fehlen uns noch. Gut, Snacks und sowas gab es ja hier auch. Und, hier, das hier eigentlich. Kann man eigentlich normalerweise mitnehmen. So, Hängematte haben wir auch eigentlich. Hier können wir immer schön pennen. Tasche. Orangensaft. Ja, lassen wir mal erstmal noch hier. So. Leider gibt es hier nicht, wie in der Story halt tatsächlich, dass man hier auch direkt speichern kann. Gut, dann hatten wir... Eigentlich hatten wir immer noch eine Machete auch, glaube ich, hier und eine Angel, ne? Genau, hier war die Angel. Ah ne, der vierzackige Speer. Wir müssen mal kurz... Na, ist egal, warte mal, der schwache Speer, 1%, 19%. Weg damit. Nehmen wir den mit, dann haben wir nämlich auch gleich dafür noch das Rezept. Und eigentlich war hier immer noch eine Machete, oder? War eigentlich immer noch eine? Oder war das nur am Drogencamp mittlerweile? Ich weiß nicht, was sie jetzt mittlerweile an den Spawns halt geändert haben. Das war nur am Drogencamp. Alter! Alter, das hat mich gerade erschreckt, wie du. Na? Nee, bisher ist nur die Story halt raus. Das nächste, was sie halt veröffentlichen, ist halt der Multiplayer halt. Und sobald er halt raus ist, weißt du ja, ne? Ich weiß, was mir erforscht. Ja. Ja. Aber die Story, also wenn du mal spielen willst oder so, die Story lohnt sich auf jeden Fall richtig zu zocken. Das macht auf jeden Fall... Ist eine super. Ich habe momentan erstmal noch Borderlands 3. Ja, stimmt, ja. Borderlands? Hast du nicht angefangen mit hier, wie hieß es gleich? Breaking Point? Breakpoint. Das kommt ja, oder Breakpoint. Achso, dann war jetzt nicht wieder irgendeine Beta oder irgendwie sowas oder so? Ja, Closed Beta. Ah, okay. Aber ja. Ich war bei meiner Freundin. Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich habe schon gesehen, bei Steam oder so, da war es ja auch gar nicht so. Also, beziehungsweise, hat man, was du als letztes gespielt hast, nicht so oft. Weißt du, so. Hab ich gewundert, hä, ist der krank oder was oder so? Nö. Nee, nee, nee. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Erzähl mal. Ich habe ja jetzt ein Diablo 3 Puzzle. Ein Puzzle? Okay. Wie viele Teile? 1000 Teile. Das ist ungefähr 80% schwarz. Okay. Wir sind seit 4 Stunden am Verzweifeln. Echt, ja? Oh Mann. Ja. Boah, 4000 ist aber auch nicht wenig, ne? Also das ist schon ordentlich. Ne, das ist ein ordentliches Puzzle. Ja. Ich kann dir ja später mal ein Bild davon zeigen. Gerne, gerne. Nur jetzt wird's gerade kurz laut bei mir, weil Borderlands startet. Ja, alles gut, alles gut. Wie findest du Borderlands? Also. Das ist cool. Also Story ist echt super. Borderlands habe ich auch gesehen, kann man glaube ich auch die Story für zweit spielen, ne? Ja. Oh, aber Moment, ich höre dich gerade nicht. Ja, alles gut. Ja, wenn man startet, ist es immer mega laut. Aber das finde ich auch ein cooles Feature, weil ich glaube, das ist, glaube ich, der erste Borderlands-Teil, wo man das kann, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich habe nie Borderlands gespielt, wenn ich ehrlich bin. Medu! Will? Ich höre dich immer noch nicht. Nee, Medu hat gerade Borderlands angeschmissen, hört gerade nichts. Oh Mann. Oh Mann. Hi, Chris. Hi. Hi. Na, so weißt du so. Du auch hier. Die wollen mich ja wieder unbedingt nöten, dass ich wieder Minecraft-Server und sowas mache, weißt du? Nein. Das heißt, ich bin gerüscht. Vor allem, ich bin gerade mal Level 20 und es gibt bis 50. Gerade mal, weißt du? Das spielst du gerade erst seit 4 Tagen oder 5 Tagen draußen oder so, ne? Ja, manche andere sind schon auf Level 50. Ja gut, die haben ja auch kein Leben, weißt du? Ja, stimmt auch wieder. Ja gut, hier von Pete Smith Sepp, der hat das ja auch die ganze Zeit gezockt, der ist glaube ich, der ist höher wie ich noch. Hm, ja gut, die machen das ja auch beruflich, ne? die müssen ja auch Stream halt. Die müssen ja auch spielen. Ja gut, wie lange hat er gespielt? Wahrscheinlich auch so 8 Stunden oder so, mehr? Ja, aber nicht. Nebenbei habe ich auch mitgezockt, also. Hm. Und er war halt, ja okay gut, er war mit zu beiden unterwegs. Und ja gut, Borderlands finde ich tatsächlich ein cooles Spiel halt. Und ich finde halt cool, wie gesagt, die Koop-Story, das finde ich halt auch interessant auf jeden Fall. Erzähl mir mehr. Wie? Was? Um welches Spiel geht's überhaupt? Borderlands 3. Okay. Kennst du Borderlands? Ja.
Okay. Ein bisschen. Ja, ich so viel kenne ich mich damit ehrlich gesagt auch nicht aus, aber grundlegend weiß ich halt ein bisschen was darüber, aber. Come on! Ja. Hab nur gesehen tatsächlich, dass man zu zweit die Story spielen kann. Ja, geht das bei mir auch nicht. Wie grundlegend. Ja, du hast auch eigentlich nie Borderlands gespielt, ne? Nee. Bro, Mann. Gut. Was kommst du denn an? Gut. Nee, da kam gerade ein Gegner um die Ecke, das war, Und da spielst du jetzt gerade Story oder was zockst du da? Und dann ab 50 die Wächterringe hoch. Okay. Also was gibt's denn eigentlich? Story und irgendwelche anderen Modis noch? Also so PvP oder irgendwie? Ja, Dungeons, also quasi Bad Wars. So eine Art Raids. Ja. Gibt's dann noch? Okay. Aber bis ich da bin, dauert das auch noch ein bisschen was. Ja. Und ich weiß nicht, ob man das direkt von Anfang an spielen kann oder nicht. Okay. Boah, diese blöden Enforcer. Da haust du mit dem Raketenwerfer schon dem voll ins Schild rein. Geht der immer noch nicht drauf. Ich hätte es beinahe gesagt, haha. Aber ja, ich kenne auch die Waffen halt nicht und so. Keine Ahnung. Kann ich jetzt gerade auch nicht drüber sagen. Enforcer kenne ich tatsächlich nur. Woher kenne ich denn das? Ja, das ist quasi so ein dick bepackter Typ mit einem Schild. Und einer Shotgun. Okay. Irgendwoher kannte ich eine Enforcer-Waffe auch. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja. Armes Ding. Gute Frage. Ja. So ist es, so ist es. Oh Mann. Ja, Fallgiftfrosch. Ich lass dich in Ruhe. Keine Sorge. Vor allem die Musik hierbei, die ist auch einfach Premium. Im Kampf hast du einfach so Dubstep nebenbei laufen. Echt? Ja. Dann explodiert alles und hetzt sich um die Ecken und ja. Bei jeder Waffe denkst du dir nur so, what the fuck? Wie ist es so performancemäßig? Ich hab so um die 60 FPS auf hoch. Hm. Ja gut, das hat ja immer eigentlich, also hat er ja relativ gute Engine, ne? Und hat ja auch so eine mehr so Comic-Grafik, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Comic. Aber die ist halt auch. Ich spiele ja auf 2K. Und das ist halt auch schon ordentlich, dass mein Rechner warm wird. Ja, ja, klar. Ja, 2K ist natürlich, ne? Natürlich eine ordentliche Auflösung, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, ich bin diesen Monat schon bei 70 GB verbrauchte Daten. Huch. Ach, du hast ja immer noch das Begrenzte, ne? Das Unbegrenzte, ja. Es ist genial. Geht alles damit, streamen theoretisch, alles super. Ja. Und du machst das jetzt über Handy oder wie war das? Ja, ich habe mein Handy über dem PC mit einem Kabel angeschlossen. Das darf man eigentlich keinen erzählen, ne? Aber und hat man ungefähr so eine 120.000er Leitung. Okay. Stabil. Es ist sogar laut Vertrag erlaubt. Ich darf es so machen. Ja klar, ne, wenn du unbegrenztes Datenvolumen hast, warum nicht, ne? Also, würde mich auch wundern. Das Einzige, was ich nicht machen darf, ist die SIM-Karte in so einen mobilen Router zu stecken, aber okay. Mach ich nicht. Machst du jederzeit. Verstehe ich jetzt warum nicht? Verstehe ich das warum eigentlich gar nicht, so weißt du? Keine Ahnung. Ich meine, ob ich jetzt mein Handy so anschließe oder ist ja. Aber was natürlich ein bisschen schade ist, im EU-Ausland hat man nur ungefähr 30 GB pro Monat. Oh. Ja, gut, so oft wie du in Polen bist, ne? Ja. Ich habe jedes Jahr 6 GB mehr. Also. Mal ich stehe hier jetzt an der Tür und ich habe keine Ahnung, wie ich hier aufkriege. Und ich muss da rein. Hm. Aber warte mal, von oben kommt man rein, aber wie komme ich drauf? Borderlands kann ich dir allerdings, wie gesagt, gar nicht sagen. Ich war vor kurzem recht überrascht. Warum? Weil meine Stadt ist die viertbeste Stadt mit LTE-Abdeckung in Deutschland. Dafür haben sie kein normales Internet, weißt du? So. Aha, Weg gefunden. Hallo, bald habe ich nur eine 1000er Leitung. Im Februar. Der Vertrag bei der Telekom ist unterschrieben. Im Februar? Na gut. Das sind ja nur 5 Monate. Das darf mir eigentlich keiner erzählen in Deutschland, weißt du so. Viele denken ja, Deutschland ist so weit entwickelt. Ja, viele denken ja, Deutschland ist ja so weit entwickelt, weißt du, aber internettechnisch ist Deutschland absoluter Crap einfach. Hallo, ich muss auf mein Handy-Internet zurückgreifen. Ja, vor allem,
alles, wo du prepaid oder so hast und dann nur so ein 2-3 Gigabyte übers Handy hast, was oh, ja. denke ich mir nur so, ich verbrauche auf dem Handy ungefähr 12 Gigabyte im Monat. Ja. Ja, das ist bei Talk 30 Euro. Bei so. Jedem anderen wesentlich mehr. Und die haben halt nur maximal 2 Gigabyte nur. Ich habe Aldi-Talk auch früher gehabt, aber ich habe ja dann zu... oh Gott, was habe ich jetzt da? Irgend so eine türkische Dings da, Bumster, aus Berlin. Wie heißen die denn nochmal, verdammt? Ayildiz, glaube ich, heißen die. Oh, den kenne ich. Und die gehören ja auch zu E-Plus halt. Ich also weiß gar nicht, was ja, eigentlich. E-Plus ist halt mit das schlechteste Netz, welches du haben kannst. Ja. Ja, aber ich hab nie Stadt, ne? Aber ich habe nie Probleme. Also daher. Weißt du so. Also auf dem Dorf, ja. Stadt sind sie eigentlich ganz gut. Ja. Ich bin nur bei der Telekom, weil es da Behindertenbonus gibt. Ja. Wahrscheinlich zahlst du aber trotzdem noch 20 Euro mehr, so weißt du, nach dem Motto. Ja, aber unbegrenzt, hallo? Ja. Es war schon. Ja, gut, da gibt's ja auch dieses Social Media Flats und weiß ich, was ich da alles noch gesehen hatte, ne? Ja, die sind doch ganz gut aufgestellt. Du verbrauchst kein Datenvolumen, wenn du auf Netflix irgendwas schaust, unterwegs oder sowas. Ja. Das sind sie schon gut. Ja gut, ich muss dazu sagen, tatsächlich, ich bin schon jahrhundertelang bei O2 oder sowas halt, ich bin eigentlich auch recht zufrieden und keine Ahnung, für meine 50er-Leitung bezahle ich jetzt mit Telefon Flat halt, keine Ahnung, was bezahle ich, 19 oder 18 oder so? Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber ich will demnächst mal wieder anrufen, wieder upgraden halt, vielleicht auf eine 100er oder so. Ja, meinem Vater schon gesagt, der soll auf eine 400er upgraden, aber nein, will er ja nicht. Wieso? Unser Internet ist doch schnell genug. Ja, nicht schnell. Ja gut, für Leute, die nicht tagtäglich damit zu tun haben, ne? Ja gut, aber wohl, dein Vater zockt ja, glaube ich, auch ein bisschen viel, ne? So, ne? Ja, offline. Ja, okay. Oh Mann. So, hoffentlich habe ich jetzt hier bald das Dächchen fertig. Ja, ich konnte leider meinen richtigen Speicherstand vom alten Spiel nicht mehr übernehmen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal so ein bisschen hier neu hochhasseln. Hochhasseln. Aber die Story, also wie gesagt, hat mich echt beeindruckt, muss ich sagen. War eine tolle Story. Kann man echt nicht anders sagen. Wie komme ich jetzt da oben dran? Ich habe gerade was geschrieben und es ist weg. Es ist einfach weg. Aha. Oh Mann. Wo hast du was geschrieben? Ich hab was programmiert und die Klasse fehlt auf einmal. Also die ist weg. Ach so. Hast du wieder Java? Ja, natürlich. Ja. Ja, ich hab gedacht, ich kann ja wieder anfangen. Zum erstens, weil es mich wieder interessiert und zweitens, weil wir im Informatikunterricht gerade mit Java anfangen. Ah, okay. Hätte ich nicht mit C-Sharp anfangen können oder so? Ja. Obwohl, ich habe gesehen, aber GTA geht tatsächlich auch was mit Java zu programmieren. Hast du dir mal die Seite da angeguckt, die ich dir mal geschickt hatte? Oh ja, aber schon ein bisschen mehr, muss ich nochmal machen. Die Sourcen? Ja, musst du dir mal anschauen, tatsächlich. Ja, Abitur in Informatik schreiben, deswegen. Ah, okay. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Oh, ist so erleichternd, dass man jetzt mittlerweile Stacks hier ziehen kann. So. Oh boy. Eine Pizzabombe. Guten Tag, Xius, I'm Maui. Oder hieß er so, ja? Meine Aufgabe heißt, moin. Die Pizza aus. In Anführungszeichen Pizza. What? Ja, das ist eine Bombe. Okay. Wie Bombe. Du der alte Pizzalieferant, weißt du? Klar. Pizza. Also, solange es keine Pizzerei ist oder so. Eine krasse Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Gut, SpongeBob habe ich nicht ganz so viel gesehen, aber das kannte ich tatsächlich. Wie was? Wieso nicht? Ich weiß gar nicht. Ja, SpongeBob weiß nicht. Das ist was für jung und alt. Ja. Oder ich weiß, du zählst eher zu alt, aber. Ich gucke ja eher so Family Guy oder halt so andere Sachen halt noch. Futurama, Drawn Together. Ja. American Dad. So, das sind American Dad ist auch super. Ja. Das sind so meine Sachen, was ich ganz gerne immer geschaut habe. Ja.
Wulfs Hauspack, die neueste Staffel, die jetzt so bei immer Dings läuft oder so, die fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ich habe sie mir tatsächlich auch auf Englisch angeguckt, aber naja. Nicht so geil. Oh Mann, ich bin tot. Oder natürlich ein Klassiker Simpsons, ne? Wer kennt's nicht? Ah. Aber Futurama habe ich schon ewig lang. Gibt's da überhaupt eine neue Staffel oder sowas? Ich glaube nicht. Glaub noch nicht. Auch schon ewig nicht gesehen. So, Tag 2. Yeah, wir haben Tag 2 überlebt im Dschungel. Nein. Sneaky. Gut. Gay speichert haben wir. Jetzt muss es eigentlich schon fast rein. Oh, wir müssen schlafen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es hier irgendwo noch eine Machete gab. Also, wie gesagt, ich kann euch den Tarif empfehlen von der Telekom. Kostet auch eine 85 Euro. Was? Keine Werbung. Boah, was? Also, wenn keine Vergünstigung hat oder so. 25 Euro. 85. Alter Falter. Ja, okay, gut. Also ohne Handy, ist klar. Dafür müssten sie mir noch einen goldenen Router liefern, Alter. Massiv, Alter, massiv jetzt, golden, nicht vergoldet. Jetzt hat er sein Schild nach mir geworfen. Die Sau. Ja, ja, Borderlands habe ich gerade bei Gronkh angefangen zu gucken halt und ich habe nur so die erste oder zweite Folge, glaube ich, jetzt gesehen bisher. Daher, ich weiß noch nicht ganz. Ist ja noch ganz am Anfang. Ja. Aber ich fand es halt interessant, also es war ganz cool. Aber dieses Survival-Game, ja, was ich dir da geschickt habe, sah eigentlich auch ganz vielversprechend aus, weil da ist wieder so PvE, weißt du, was ich ganz gerne mag. Kennst mich ja. You call me crazy, das ist jetzt auch im Stream. Moin, moin. So, wir schlafen mal durch. So, was fehlt uns denn? Wir brauchen unbedingt ein paar Fette. Kriegen wir hin. Ah, ja. Ja, ein bisschen müssen. Ja, ich habe hier so einen Haushalt, den ich regeln muss, weißt du, da muss ich halt Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Wasser, ne? Muss ich immer für sorgen, dass ich da einigermaßen fit bin. Ansonsten gibt es Probleme mit den Nachbarn. So, wann kommt nochmal Arma 3? Bestimmt irgendwann. Dann, wenn wir alle nochmal Bock drauf haben. Ja. Na, ich hatte gesehen, was ich gesehen hatte, Medu, mit IFA 3 Light, also hier, das Zweite Weltkrieg, ne? Exile gab's auch. Okay. Da würde ich eventuell sogar vielleicht mal reinschauen oder so. Weil das sah echt gut aus. Vor allem gab's da noch viel mehr Sachen als wie bei damals bei den King of the Hill-Servern halt, ne? Aber ich weiß nicht, ob es wie viele Server es da gibt oder so. Muss ich mir auch mal gucken, was man da auch für Mods braucht. Ja, ich glaube, wenige. Das erinnert mich daran, wo ich Sita abgeschossen habe. Mein Arm. Weil ich dachte, der wird entführt. So, genau. Hätte nochmal Bock auf Zweiter Weltkrieg. Ja, das war immer gut auf jeden Fall. Also King of the Hill war auch immer geil im Zweiten Weltkrieg-Settings, fand ich. Aber wir machen bestimmt mal bald wieder Comic. Also ich schau mal, was da jetzt so alles Neues gibt oder so. So, warte mal, wir haben jetzt durchgeschlafen, gegessen, getrunken. Dann bräuchte eigentlich noch ein bisschen was zu essen. So, 77,17 Stunden. Wow, hätte jetzt eine Schnapszahl gehabt, ne? Dann hätte ich dir vielleicht sogar einen Key geschickt. So, 12 Leute schauen gerade zu. Moin, moin an euch alle. Ne, gerne immer in den Chat schreiben, wenn ihr irgendwas habt oder so. Oder irgendwelche Fragen oder irgendwas am Start ist. Gut. Will ich gerade, wie viel Schein haben wir jetzt hier? In 2 Wochen bin ich in Krakau. Echt? Bringst mir Studienfahrt mit der Schule, ja. Bringst mir ein paar Krakauer mit? Na klar, auch mal. Original, weißt du? Ja, aber erst ab 3. Tag sind wir dort. Davor sind wir in Auschwitz. Ah, okay. Boah, das war auch damals heftig, Alter, wo wir da einen Schulausflug hingemacht haben. Kann ich mich noch dunkel dran erinnern, Alter. Ja. Ich freue mich, wenn ich meine Freundin damit nerven kann, dass sie kein Wort können mit den anderen reden und. Seit wann bist du denn vergeben? Erzähl mal. Ja? Aber jetzt bin ich mit deiner Tante, oder? Was? Was? Oh Mann. Was? Okay. Ich hab das Knäckel von dir. Wie war das? Ja, aufs Freut mich jetzt hören. Sweet Home Alabama. Oh ja. Bitte nicht. Warte mal, wo waren immer noch der Einfluss? Wir gehen erstmal da hinten hin. So, warte mal vorher. Alter, was ist das für ein Gegner? Trinken haben wir? Wisst ihr, dass 17 voll das langweilige Alter ist? Der hat einfach nur so eine Weste an.
Und dann Bierbauch von Alter. Boah. Hast du nicht gesehen, ne? Mir ist gestern aufgefallen. Was denn? 17 ist voll das langweilige Alter. Wieso? Oh, wieso ist er jetzt immun gegen meine Korruption? Auf 16 hatte ich mich gefreut. Da konnte ich endlich Bier kaufen. Was? 17 kann ich halt nichts machen, da kann man nichts mehr. Ich kann doch nicht mal Wodka oder so kaufen. Ja, ab 18 dann wieder. Boah, kein Alkohol, glaub mir, Alter. Doch, ich hatte erst vorgestern doch. Alkohol ist eklig. Jetzt will der Typ mich auch noch ein bisschen. Nein, wir haben in den Geburtstag reingefallen. Ja gut, beim Geburtstag ist okay. Aber dann nochmal alles Gute nachträglich. Eine. Ja. Hattest du Geburtstag, Pixie? Ja, Sonntag wurde ich 17. Hat der doch gerade gesagt? Ja, ich hab nicht verstanden, dass es an seinem Geburtstag war. Ich dachte, er wäre vielleicht auf dem Geburtstag gewesen. Nee. Dann auch natürlich auch von mir. Normalerweise gucke ich eigentlich immer vor. Normalerweise sehe ich das eigentlich immer. Oder hast du jetzt oben nicht deinen Geburtstag denn eingetragen? Eventuell habe ich ja jetzt nur einen Account gemacht. Warum hast du den neuen gemacht? Also ich kann dir auch gerne mit deinen alten. Ist er nicht gelöscht? Ist er gelöscht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal gucken. Obwohl, du hast dich ja auch BestPixelAD genannt, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist die Antwort. So, hier oben war ja nämlich auch noch ein Hilfe, da will mich einer. Der rennt mir die ganze Zeit nach. Haha. So ein Bot oder was? Ja, ein Endgegner. Okay. Yep. Feuerrakete! Erstmal alles reinhauen. Bald hätte mich wieder hier eine Schlange. Noch. Alter, willst du mich verarschen? Nee, eigentlich nicht, aber. Hä? Ja, brauchen die jetzt zweimal vom Speer getroffen werden oder was? Damit die stirbt? Jetzt hat die mich gebissen, jetzt die blöde Sau. Hätten wir vorne noch nicht mal mehr Schuss. Oh, jetzt muss ich doch noch einen Tag länger hier verbringen, nur weil ich mir die blöde Dings hier holen wollte. Boah. Tabakpflanze. Ich habe eine Scheibe angeflogen. Warte mal, müssen wir ja kurz hier einmal. Ah, wir da haben ist leider er platt. Kein Funkchen verbannt. Warte mal, Tabak. Dann muss ich jetzt hier mal schnell eine Action machen. Bitterholz haben wir auch gerade nicht am Start. So, herstellen. Tabakverband. So. Wahrscheinlich am Bein wieder, wa? Wo hast du uns gebissen? Linkes Bein. Jo. Tabak. Dann Schmerzmittel haben wir, glaube ich, auch eingesammelt. Jetzt muss ich natürlich einmal wieder zurück. Ich sehe wieder alles immer einen Tag verlängert. Goddammit. Schmerzmittel. Komm, hier finden wir eh oft genug. Zacka. So. Das ist irgendwie, glaube ich, auch ein neuer Bug oder so, dass man die jetzt nicht mehr mit einem Hit killt. Vielleicht tut es ja auch. Genau, hier oben waren ja unsere Freunde. Wir haben leider noch keinen Bogen, keine Pfeile. Da gehen wir gleich aber nochmal hin. Warte mal, ich nehme hier noch einmal was mit. Wo war die Palme jetzt? Ich hab gerade gesehen, noch aus dem Augenwinkel da. Die singen wieder. Die fröhlichen Singer und Songwriter da. So. Gib mir mein Palmherz. So, dann müssen wir tatsächlich leider noch einmal zurück. Da wir jetzt grundsätzlich alles brauchen wieder. Gut. Soweit, so gut. Essen. War das die letzte? Jo. So, sammeln. Dann hoffen wir, bis unser Feuerchen noch brennt. Dann können wir es nochmal schnell ein bisschen hochheilen. Es fängt schon wieder an zu regnen. Immer im Regenwald hier. So, ich überlege, ob wir das genauso machen wie in der ersten Staffel tatsächlich, dass wir uns die gleich wieder hierher kiten. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile über die Flüsse rübergehen, ich glaube aber nicht. Aber dazu müssen wir uns gleich erstmal noch ein paar Pfeile herstellen. Wir werden uns jetzt erstmal vorbereiten nochmal, damit wir schnell die Singer und Songwriter da hinten kurz einmal erledigen. Gibt's hier mittlerweile, läuft hier irgendwo eine Schildkröte rum? Leider gerade nicht zu sehen, ne? Ich weiß, hier läuft immer ein rum. Drüben auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch immer ein noch gewesen. Ah, hier. Hehe. Hallo.
Klopf, klopf. Geht das eigentlich immer noch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Warte mal. Machen wir mal kurz den Speer einmal weg. Gucken, ob das noch geht. Mal so ein bisschen zwischendurch natürlich testen. So, geht das noch? Ah ja, man kann noch seine Fäuste skillen, indem man Schildkrötenmotivation macht, indem man einfach auf den Panzer eindrischt. Kann man noch seinen Faustskill wieder noch hochskillen. Das geht also noch, okay. Gut zu wissen. So. Also ein paar Sachen gehen noch. Das ist, finde ich gut. Finde ich gut. Gut. Brauchen wir nämlich nicht mehr die blöden Kokosnussschalen mit uns rumtragen. Hallo, feige Frosch. Die machen ja auch so geile Geräusche. So. Und ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange bis zur neuen Grafikkarte. Dann kann nämlich auch endlich alles wieder schön hochspielen, war Mido? Mhm. So. Machen wir einmal so. Datte. So, Disco-Stu. Ah ne, Disco-Fisch. war der Beton noch voll? Ja, war. Okay. So, einmal da. Nicht mischbar. Einmal da rein. Und dann nochmal da drüben. So. Wir lassen mich jetzt erstmal hier wieder kurz hochheilen. Arafleisch. Bisschen Holz bräuchten wir noch. Wir uns mal kurz noch nebenbei besorgen. So, sammeln. Wie gesagt, es gibt halt mittlerweile mehrere Wege. Hier kriegt man jetzt halt nur die großen Stöcke und das Feuerbrett halt raus. Und wenn man noch ein Holzschwert hat und einfach mit der Axt draufhaut, kriegt man mittlerweile tatsächlich auch mehr lange Stöcke raus. Das wusste ich bisher noch nicht. Beziehungsweise, ich glaube, das ging in der vorigen Version, also 5.5 war ja das letzte Mal, wo ich gespielt hatte. Also vor der Story natürlich ging das, glaube ich, noch nicht. Hm. So, wir haben ja auch Kohle, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Dup-di-du. So, wenn aber nicht alles an Kohle verschwenden. Ich mache mir einen Kaffee. Oh ja, vielleicht finde ich ja auch wieder Instant-Kaffee. Dann kann ich mir hier in-game auch Kaffee machen. Ah, trinken wir gemeinsam einen Kaffee, ne? Ja. So, warte mal erstmal hier. Schildkrötenfleisch, Klapperschlange. Das brauchen wir eigentlich genau gerade. Ja. Wie ich schon sagte, eigentlich fast alles. Gut. Das läuft gerade. Aber hier war doch eine Machete irgendwo, ne? Ja. Ja, weißt du, was ich vergessen habe in Hamburg? Was? Eine Hamburg-Tasse zu holen. Was? Soll ich deine holen und dir schicken? Kannst du machen. Also, wenn du willst. Wenn du magst. Natürlich. Wenn du willst, kann ich es gerne machen. Dann nehme ich eine... Ja, musst du mal die Auswahl schicken dann. Eine HSV-Tasse oder was? Nee, danke. Nee, keine Ahnung. Also ich meistens... habe so eine Berlin-Tasse, da steht dafür großen Fett Berlin drauf. Okay. Sowas wäre halt... Du hast Hamburg meine Perle. Nee, einfach nur irgendwas, wo groß und fett Hamburg draufsteht oder irgendwas. Ja, ja, Hamburg und oder die Hamburger Burg. Skyline oder so. Hm? Ja, aber nichts Fußballmäßiges. Du weißt ja, wo ich in der Nähe vom Hafen arbeite. Ja. Da kann ich ja dann schnell mal vorbeigehen. Da waren wir ja auch. Ja, gut, jetzt muss nichts direkt aus der Straße sein, aber. Ja, gut, ich meine, überall Souvenirshops gibt es überall. So ist nicht halt, ne? Ja, gut, am Grenze einfach am Hafen vorbei. Ja. Wir haben, glaube ich, tatsächlich, warte mal, ich glaube, wir haben im Betrieb auch eigentlich welche. Muss ich mal fragen. Ja? Also jetzt ohne unser Logo halt. Ja. Ich glaube, wir verkaufen sowas auch. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Nee. Oh, ich bin gerade echt zu blöd, die scheiß Kaffee-Pet-Tüte aufzukriegen, ey. Ach ja, du hast deine Kaffeemaschine wieder neben dir direkt, wa? Ja. Deswegen so. Bin ich auch gerade auf die Idee gekommen, hey, mir fehlen noch eine Hamburg-Tasse. Call me crazy, wie heißt nochmal die ganzen Befehle für Fights und so? Mach mal einfach Ausrufezeichen Befehle, ne? Dann wird ja alles da beschrieben.
Warte mal, Alt kann man jetzt ja ganze Stacks moven, ne? So, das finde ich super gut, dass sie das gemacht haben. So, Essen. Seht ihr, was passiert, wenn man Milch über einen Monat nicht gekühlt stehen lässt? Orpelchen. So frische Milch quasi fast aus dem Euter raus. Ja gut, halt die wird halt gammelig, beziehungsweise erstmal zu Quark und dann Käse und so, ne? Also, wenn man es nicht gerade mit den Labbakterien mischt halt, ne? Also sie könnte so schneidbar sein. Milch vom Bauern geholt? Ja. Ja, die habe ich dann vergessen in den Kühlschrank zu stellen. Nach ungefähr einem, ja, so 2-3 Wochen war das ungefähr schon so fast fetermäßig. Ja. Ist ja normal halt, ne? Ja. Weil ich dachte mir so, dann kannst du das da jetzt stehen lassen, bis da irgendwer was sagt. So, Comic Crazy startet hier mal gerade einen Raub. Dann werde ich mal auch einmal mich mal mit anschließen. Sekunde. Machen wir mal Raub 2500, packe ich hier einmal mit rein. Zack. Ist gut, und dass ich das zusammengeschrieben habe. Raub. Ja, der Tasten noch dazwischen. 2500, ja. So, Fight Club schließe mich auch gerne mit an. So, da ihr so schön aktiv da seid. Oh, sind ein paar Stündchen. 1074 Stunden, Alter, weil... Oh, hey, solange es nicht über die Diablo 3 Spielzeit hingeht, ist doch alles gut. So. Ja, bei Diablo 3, da sind so ein paar... Ich glaube, 4000 Stunden oder so mittlerweile. Und natürlich Maui. Auch natürlich herzlichen Dank und fuck yeah für dein Follow. Ich dachte, du hattest schon mal gefollowt, Maui. Oder hast du jetzt einen neuen Account? Erzähl mal. Wir haben uns alle verändert. Großer Maui, der Schlawiner bei Bed Wars, ich weiß immer noch ganz genau. Und deswegen sollte man den Minecraft-Server. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir da irgendwie was machen oder so. Ein Monat Sub, 3 Monate Sub, 6 Monate Sub, 1 Jahr, 2 Jahr. Muss man einfügen. Was? Anstatt den Stern. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das schon kann. Ich glaube, ich müsste mal gucken. Irgendwas hatte ich gelesen, dass jetzt Affinities auch irgendwie noch was neu anpassen können. Ja, meine ich auch. Kann gleich mal gucken. Ja, guck mal gerne. Ich wollte oder so die Sub-Emotes neu machen, tatsächlich. Okay. Kannst du mittlerweile mehr dann jetzt, oder? Ich kann, glaube ich, jetzt so ein bisschen mehr was machen. Also ich kann zumindest halt die, halt für die 3 Summen, das kann ich auf jeden Fall. Und ich glaube noch 1 oder 2 mehr. Irgendwie hatte ich mal eine E-Mail bekommen oder so. Ich muss das mal nochmal genau alles durchlesen. Aber wenn ich, also mit den 2 Monaten, 3 Monaten oder irgendwie, keine Ahnung, nach einem Jahr oder einem halben Jahr oder so, das wollte ich eigentlich schon immer machen, aber das können nur die normalen Partner bisher. Also konnten das eine ganze Weile lang. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell gerade ist. Ja. So, kurze Frage. Gibt es eine Möglichkeit, meinen Hydrang auf dem TS wiederzubekommen? Ja, wenn du deinen Forum-Account noch hast, müsstest du dich einmal im Forum einmal anmelden und mir da mal eine Nachricht, eine persönliche schicken. Und dann müsstest du in der gleichen Zeit, wenn ich nicht streame, natürlich auch noch auf dem TS sein. Ja, sofern du dann sagst, ja, ist okay, dann kann ich ihm auch wiedergeben. Ja, oder kannst du das im Forum? Ich glaube nicht. Im Forum nicht, aber ja. Hier am TS. Ja. Er hat ja gefragt, ob... Ach, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, Mobi, dann ne? Schreib mich mal, wenn du deinen Forum-Account noch hast, schreib mich mal da an. Gut. Weil ich muss einfach, ich weiß vielleicht, dass du bist, wenn ich deine Stimme höre, würde ich dich vielleicht auch kennen, aber einfach nur, um dich zu verifizieren, müsstest du dich mal im Forum einmal mich anschreiben, bitte. Das mache ich halt bei jedem, das liegt jetzt nicht nur an dir oder so. So, jetzt habe ich voll vergessen, was wollte ich denn jetzt hier überhaupt noch machen? Ich wollte mir nur eine Rüstung und Fette brauche ich wieder. So, den Forum-Account hast du auch nicht mehr. Hast du, weißt, also da müsstest du, wenn ich mal nicht streame, komm mal einen Tag irgendwann mal jetzt nochmal irgendwie auf dem Teamspeak vorbei. Und dann gucken wir mal, du müsstest mir mal deine E-Mail-Adresse dann dort sagen, falls du die noch weißt. Wollte ich jetzt noch nachgucken. Dann kriegen wir das bestimmt hin. Also möglich kriegen wir bestimmt hin irgendwie.
Und das gleiche auch bei Twitch natürlich, wenn du dort deinen alten Account halt hast, beziehungsweise wenn du hier dein Cash halt wieder haben willst oder so, einfach eine Whisper-Nachricht mit dem alten Accountnamen und dem neuen Accountnamen und dann kann ich dir das auch überweisen sozusagen. Also das soll auch nicht verloren gehen. So. Gespeichert haben wir, also jetzt wieder zu spät, ne? Ein paar Pfeile müsste ich noch machen. Sammeln. So. Und Le Creeper, moin moin, 10 Zuschauer. Ja, tatsächlich, Green Hell wird zurzeit gerade viel gesehen halt, weil natürlich auch viele Leute halt, ja, die Story halt spielen, aber ich habe die Story schon durch. Also, wenn ihr die Story bei mir sehen wollt, mit beiden Enden, ne, schaut euch die VODs an, also die VODs. Video on Demand, ne? Seht ihr vom, ne? Es ist auch, steht beschrieben, erstes und zweites Ende. Also, einfach Maui, ja. Treueabzeichen geht bis ein Jahr. So Base, bei, drei bei Monate, Affilities auch? 6 Monate, 9 Monate, ein Jahr. Bei Affilities, ja? Ja. Und da drüber ist halt Partner. Okay. Also 2 bis 8 ist, wenn man Partner ist. Ja. Dann muss ich nochmal nachschauen. Also wie gesagt, ich werde mich dann jetzt wahrscheinlich dann nächste Woche oder so dann mal ransetzen, dass ich halt... Oder am Wochenende, wenn ich es schaffe. Und Emotes sind immer noch nur das eine. Ach so. Beziehungsweise, wenn du Abonnementpunkte hast, dann schaltest du noch mehr frei. Ja, ja, ich weiß, aber da ich ja immer nur so... Also was heißt nur? Ich danke natürlich jedem, der mich immer abonniert. Habe ich aber immer so 6 bis 10 maximal oder so, weißt du? Da komme ich halt leider nie drüber. Hey, du hast momentan deinen Raub verloren. Data. Du meinst Follower? Nein, beim Bankraub. Ach so, oh Mann. Ich und Call Me Crazy haben gewonnen. Ihr Schweine. Du bist gestorben. Ja, ich hab mich vor euch geopfert, weißt du? Die wollten auf euch schießen, ich hab mich bravös vor die Kugeln geschmissen. Genau. So, ich kenne sie alle noch, ja? Ihr habt ja auch oft lange Minecraft zusammengespielt, meine Guten, daher... So. Der immer blaue. Ja. The Creeper Mine, hieß er, glaube ich, auf Minecraft immer, ne? The Creeper Mine, war das, glaube ich, oder? Ja, ich hoffe, ich glaube, ich bin da richtig gerade. Ich spiele jetzt aber nochmal ein bisschen Diablo 3. Was? Was, ja. Brauche ja auch mal ein bisschen Abwechslung, sonst wird's langweilig. Hm. Ja, müssen wir auch mal wieder was zusammenzocken. So, Aquator. Da fällt doch schon gleich Borderlands. Die Kokosnuss. Ja, Borderlands habe ich ja nicht. Ja, dann mach das mal. Ja, ich spare doch gerade auf die Grafikkarte, damit ich wenigstens mir die holen kann jetzt im Winter, Alter. Komm, das sind 60 Euro, ja. Ja, no. Dann hol dir Diablo. Diablo, ich habe glaube ich nur Diablo 2 habe ich glaube ich noch irgendwo. Ja, aber fliegen. Diablo 3 ist momentan runtergesetzt mit allen Erweiterungen. Okay. Das ist momentan für, also bei Blizzard im Shop, Diablo 3 Eternal Collection für 30 Euro. Hm. Also das, 4 plus Erweiterung. So, ich kenne sie alle noch, die Creeper YouTube, ja, auch wenn ich ein YouTube gemacht habe, welche? Was? Auch wenn ich nie YouTube gemacht habe, habt ihr, achso, okay. Ihr müsst mal sagen, ob ihr alles von der Own Cloud habt. Oh Gott, ach stimmt ja, das war ja auch noch. Ich habe mich da noch nicht mal angemeldet, Frank, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann, ich muss mal gucken. Ich mach das aber. Heute Abend noch. Aber erstmal muss ich eine ganze Weile was mit Cooler klären. Die nerven mich da immer noch rum. Was ist denn los? Wegen ihren scheiß Portmappern. Ein Spider-Man. Muss man auf. Weil unser Raspberry ist ja jetzt auch da. Guck mal, ob da irgendwas drauf liegt. So, die Signet hat nie Minecraft tatsächlich gespielt. Der ist auch etwas älter. Also. auch einer der alten Kaliber. Genau. Verdammt. Weil wir haben ja eine 4TB, 8TB Festplatte jetzt auf dem Server bei uns. Die alles voll. 8TB, ja. Alles voll. Jawohl. 7.350.790.217 Bytes. Jetzt kannst du umrechnen. Ja, 8 Terabyte, ne? Ja.
Oh, herrlich. Ja. Gut. Spider-Man Far From Home. Far From Home? Ja, Far From Home. The New Universe. Alles. Ich hatte mir gestern The Justice angeguckt. Aber es ist noch kein S2 dabei. Nee? Also, bei meinen nicht. Gut, was wollte ich aber jetzt? Aber sonst aktualisiert habe ich auch vor 2 Tagen oder so. Hm. Irgendwas wollte ich machen, ich habe es aber schon wieder vergessen. Was wollte ich machen? Eine Rüstung bauen, ne? Kann sein. Brauchen Bananenblatt. So. Banana. Erstmal closed, meinen Kaffee trinken. Hm. Normaler Kaffee? Also, oder irgendwas Besonderes, oder? Kaffee mit Zucker und Milch. Ah, okay. Nichts Weltbewegendes. Ich dachte, das wäre ein geiles Pad mit irgendwie, keine Ahnung, Vanillecreme, Cappuccino, Frappé, ne? gemacht oder so. Weißt du? Ich hab noch von vor 1,5 Jahren Kaffee, also Schoko-Cappuccino da. Oh, ich glaube, naja, ob der noch gut ist? Die sind auch nicht mehr so ganz gut. Ja. Na gut, die laufen ja glücklicherweise, also die laufen nicht so schnell ab, aber ich glaube, die kann man auch noch 10 Jahre später trinken oder so, vom Gefühl her. Ja, weniger. Ich habe letztens nochmal irgendwo so ein Pad probiert. Ja gut, 10 Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest so ein Jahr später oder so kann man das, glaube ich, immer noch trinken, das Zeug. So, du willst eine GPU und welche denn? Also, es wird wahrscheinlich eine 2070 werden. Also je nachdem, ich lasse mich natürlich da wieder beraten von dem lieben Frank. Was da gerade denn wieder aktuell gut ist und so, ne? Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich zu einer 2070 werden. 2070? Hm. Direkt mit 2080 schon. Naja, das ist vom Preis-Leistung her, weißt du, nicht ganz so. Je nachdem, was aber ich weiß nicht. 2080 Ti und fertig. Ja, pfft. Ach, hast du mal die Preise verglichen? So, ich meine, eine 2070 oder so kostet ja auch schon 450 bis 500, ne? Hab mir gestern einen neuen Fernseher geholt. Was? 55 Zoll, 4K. Alter. Was? Alter. Ich hab nur 45 Alter. Zoll, 4K im Schlafzimmer. Aber den darf ich nicht nehmen. Ja gut, ich hab halt einen 2K Monitor, dann 4K Fernseher. Hm? Ja. Was hast du bezahlt? 400. Na gut, das geht aber, ne? War gerade wieder ein Saturn-Angebot oder so, oder was? Ja, bei Real war im Angebot. Ah, okay. Von 900 auf 400 runter. Da dachte ich mir so, okay, gut, das kann man mal. Ganz nice, ja. Das ist ganz nice. merkst du dann wirklich. Ich richtiges Internet holen. und merkst du dann so einen richtigen Unterschied bei? Also. Weil ich fand tatsächlich von Full HD auf 4K oder so, fand ich schon einen krassen Unterschied bei Filmen, muss ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Bei von Spielen weiß ich jetzt nicht halt, aber... Du hast halt alles viel texturierter, ne? Hm. Viel schärfer auch mit dabei. Ich weiß nur, dass es auch ein Riesenunterschied ist, zum Beispiel von 60 Hertz auf 144 oder 240 Hertz und so ein Kram halt, ne? Das ist auch schon ziemlich gut. Welche Grafikkarte ich jetzt gerade habe? Eine AMD R9 270X. Habe ich zur momentan spiele ich auch 2K 144 Hertz, also. Na gut, das merkt man schon, ne? Ich will nichts anderes mehr haben. Also, wenn ich jetzt auf den rechts oder links auf den Monitor gucke und denke so, darauf jetzt noch zocken, ich denke so, danke. Weil das sind ja auch nur Full HD. Fernsehen. Naja. Ja, aber. Du musst das eigentlich öfter streamen, weißt du? Das ist das perfekte Setting, weißt du? Der alte Schlawiner. Ja, ich meine, dann würdest du vielleicht nicht nur Geld ausgeben, weißt du? Du wirst auch erst mal zurückbekommen oder so. Dann kann ich dich auch wieder abonnieren. Ja, bei dir habe ich auch schon. Ein. E1. Was? Was? Ja, du warst ja kaum noch da.
Ja gut, September ist immer schwierig bei mir, weißt du, neues Azubis und so, weißt du. Da ist immer schrecklich. So, was haben wir denn jetzt schon wieder hier für uns für Igel eingefangen? Wo sind sie? Da. Weil ich will ja jetzt eigentlich nicht so über die Arbeit herziehen, aber die Praktikanten, weil der ist, oh Gott. Schrecklich, der Typ. Echt? Wir erklären dem einmal was. 5 Minuten später macht er das so wie vorher. Okay. Dann haben wir doch quasi auch einen neuen Azubi dabei. Ja. Wir gehen da hin. Der erklärt uns direkt alles. Wir müssen noch nicht mal nachfragen. Okay. Der checkt alles. Der ist echt super drauf. Der ist total eigentlich so der Vorzeigemensch hoch 10. Ja. Und dann kommt der Praktikant dabei, der gerade anfängt Maschinenbau zu studieren. Okay. Und das in Aachen. Bei mir hört er gerade im Hintergrund wieder, sorry dafür, ich hab Fenster offen. Weißt du, und das in Aachen und Aachen ist halt dafür so, hast in Aachen eine 4, hättest in Köln eine 1. Ja, ja, ja. So, warte mal ganz kurz, ich hab 65 Zoll 4K im Wohnzimmer, die Creeper, okay. Du machst auch bald ein Praktikum, erzähl mal, wo machst du denn? So, jetzt darfst du weiter, sorry Mido. Ja, auf jeden Fall, ne, da denke ich mir... Wie will der bitte sein Studium machen, wenn der das noch nicht mal gebacken bekommt, hier ordentlich was aufzulisten, beziehungsweise ordentlich mal zu feilen. Weil der packt quasi wie so ein Fahrradlenker, packt die Pfeile kleiner als drei, kleiner und als drei. Feilt dann so hin und her. Weißt du, da denke ich nur so, Alter. Mhm. Und du willst Maschinenbau studieren? Ja. Ja, gut. Wenn man lang genug studiert, kommt man auch durch, weißt du? Wenn du 10 mal durchfällst oder so. So, natürlich, Hashtag Subhype natürlich, Brati, 24 Monate, 2 Jahre, Alter. Du bist unglaublich, ne, und Seta stinkt. Na gut, du darfst das sagen, Brati. Aber ich hab extra... Länger wie ich. Hab extra heute für dich geduscht. Echt? Ja, ich hab nur 22. Okay. Mir war so... Stimmt, Brati war wirklich gleich als erstes da gewesen. Wie gesagt, herzlichen Dank natürlich, Brati. Ja, cool. Ich glaube 2 Wochen nach dir oder so. Ja. Subhype, also, genau. 2 Wochen nachdem du dort. Na gut, wenn muss ja dann 2 Monate danach sein. Weißt du? Nee, du bist bei 25. Okay. Also ist jetzt so dein 25. Monat. Ja, Brati hat 24 und du hast 22, oder was? Ja. Na gut, dann bist du 2 Monate später halt sozusagen dazugekommen. Wie gesagt, herzlichen Dank, Brati. Und hat alles jetzt geklappt mit dem Forum-Account und so? Das hast du ja gestern schon geschrieben, eigentlich ja. So, Creeper, wenn du sehen willst, wie lange du schon geguckt hast, Ausrufezeichen Cash machen. Da siehst du dann halt, ne? Du hast auch schon fast die 24 Stunden voll. Schlawiner. So, ich baue einen Stock. Hail gestartet in. Die sagt nur natürlich, Brati, du darfst sagen, ich stinke, aber ich habe extra für dich geduscht heute. Obwohl mittlerweile ist es schon fast so, Alter, dass ich fast 2 Mal am Tag dusche, einmal vor Arbeit und einmal nach Arbeit. Aber ich habe. Bei mir ist es so, ich komme nach Hause erstmal unter die Dusche. Aber ich habe auch gehört tatsächlich, oder bin mir jetzt auch nicht sicher, ich weiß nicht, wie es dermatologisch ist, aber ich glaube, zu oft duschen sollte man, glaube ich, auch nicht. Ne? Also ich glaube, einmal am Tag ist auch schon ziemlich krass. Also hört es jetzt zwar komisch an, aber... Ja, man sollte auch nicht zu oft duschen. Ne, irgendwie hatte ich da mal was gehört. Also abduschen ist noch okay, das kann man auch gerne mal öfters machen, aber... Ja, ich meine jetzt so richtig mit Shampoo. Sollte man dann mal 1-2 Mal weglassen. Ja. So, dann haben wir jetzt auch die Gerüste hier fertig. Zack. So, 800 Stunden. Dr. Professor Med Markus Stich. Irgendwie hat sich, glaube ich, da der Befehl verändert. Da muss ich nochmal gucken. 800 Stunden Hype. Was fast? Ja, Brati hat fast 800 Stunden. Ne? Aber ich glaube, 800 Stunden. Hatten wir 800 Stunden Hypes? Oh Gott. Ich glaube, bis 800 hatten wir noch. Ja, ich muss so viel mal wieder aufarbeiten. Tatsächlich ist es grande Chaos momentan. So, Essen. Essen und noch ein paar Pfeile. Haben wir noch Stöckchen? Oh. Nein.
Jetzt ist unser Feuer ausgegangen, verdammt. Bob, du holst dich auch noch Borderlands 3. Echt? Und wusstest du da schon das Neueste von Patrick? Vom lieben Mixanic. Eine Freundin? Führerschein? Oder was? Ja, da war dabei. Führerschein. Freundin wollte ich sagen. Ersteres. Ja, siehst du. Dann die Freundin. Ja, ja, klar. Okay. Auch aber ich habe noch kein Bild gesehen. Ja, auch nicht. Das habe ich auch aber noch nicht tatsächlich. Die haben sich wohl, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Bei Rewe getroffen. Ja, ihr wisst ja, wir sind im Stream, ne? Also. Ja, deswegen. Das dann machen wir lieber privat nachher, würde ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Verdammt, jetzt habe ich das schmutzige Wasser. Ich bin so doof. Wenn der Chat jetzt nachtragt, dann sage ich gar nichts. So. Ich brauche Pilze. Ilse, Pilze, keiner will sie. Keiner will die Pilze von dir haben. Nee, ich suche jetzt. Deine Fußpilze kannst du selber essen. Ja. Haben bestimmt auch schon so wie Champignons oben alles, ne? Hm. Bin ich mittlerweile so abgelenkt vom Gespräch, hatte, dass ich hier mittlerweile gar nichts mehr. Raffe, Alter. Normalerweise geht das alles immer schneller. So, wie schlafen wir jetzt durch schnell? Ja, wir haben wieder Mangel, ich weiß. So, Alter, ich glaube, irgendwas ist hier ein bisschen buggy, Alter. Ich habe jetzt mittlerweile 6 Dinger. Okay, alles klar. 6 Parasiten. Ihr dürft euch Namen aussuchen. Wir haben wieder 6 Parasiten. Günther, Manfred, Jochen, Chantal, Kevin, Jacqueline. Ey, Jacqueline kriegen wir in zweiten. Das waren jetzt schon mehr wie 6, oder? Was heißt Jacqueline als zweiten Vornamen, oder was? Nein, Kevin. Das war nur Spaß. Wirklich? Ja. Damit haben wir ihn früher mal aufgezogen. Kevin! Mittlerweile ziehe ich damit die Lehrer auf. Boah! Echt? Ja. Boah, Lehrer aufs Maul. Als ich mein Zeugnis bekommen habe für die mittlere Hochschulreife. Oh, du heißt ja Kevin. Sagte vom ganzen Jahrgang. Greenscreen spackt gerade wiederum. Ach, ich hab doch schon erste Wetten, ob ich aus Auschwitz wiederkomme. Ja, Alter, was? So, machen wir erstmal hier wieder so. Ja, stimmt. Haut meine Religionslehrerin so mit einem Unterricht aus. Ja, du wärst damals mindestens 3-mal gestorben. Behindert, Pole und kirchlich. Da hab ich mir gedacht, echt? Boah, Alter, da würde ich dir aber schon verklagen, Alter. Ja, das finde ich schon ganz schön krass, muss ich sagen. Also ich meine, Späßchen machen oder so ist ja gut und schön, aber das hier finde ich schon ziemlich krass. Man gewöhnt sich zu, an meiner Schule ist nichts normal. Ja. So, im kalten Schlafen. Tatsächlich, im Regenwald kannst du dir vorstellen, dass hier. Oh, wir haben Besucher. Guck mal da drüben. God, I'm so hungry. Ich hab Hunger, was soll ich denn essen? Iss was. Wenn du hungrig bist. Drüben laufen gerade Besucher rum. Was die auch immer da gerade drüben machen, wir beobachten mal, während wir hier essen. Die Schlawinerische. So. Jetzt finde ich hier keine Parasitenpilze, das ist immer das gleiche. Wenn man was braucht, dann findet man es nicht. So, dann werden wir uns hier mal schnell den Kaiman schnappen, würde ich sagen. Habe ich noch einen Speer? Ah. Geht das eigentlich? Das wollte ich mal. Gehe ich Freitag mit Lasertag spielen oder nicht? Ja, schade, dass wir hier nicht konnten, wa? Ja, ich meine halt, den Samstag muss ich hier arbeiten. Ach, musst du Samstag nicht mehr arbeiten? Jetzt den Samstag, also letzten Samstag musste ich arbeiten, jetzt den kommenden Samstag und den danach muss ich auch noch. Echt? Warum das denn? Ja, bald. Okay. Und jetzt hast du unter der Woche einen Tag dann frei dafür, oder was? Nö. In der Woche habe ich Pool. Heißt eine halbe Stunde länger arbeiten. Achso. Okay. Ist halt mehr Arbeit, ne? Ja, 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 ja. So, da sind sie, die guten Pilze. Leider recht, einer fehlt noch. So, wo ist denn unser Kaiman-Freund? Ne? Kai der Mann. Wo bist du? Ich möchte dich gerne essen. Warme Mahlzeit. Okay, ich glaube, auf meinem Rechner könnte ich mittlerweile ein Spiel reinbringen. So, Creeper, schön, dass du dabei warst. Wie gesagt, herzlichen Dank natürlich auch immer für das aktive Chat-Making. Ne? You know. Und auf meinem Rechner könnte ich mittlerweile ein Spiel.
echt so warm? Ja, fast. Ja, man hört ihn noch gerade ein bisschen. Alter, Brati! Nein, das ist nicht mein Rechner, das ist die Lüftung und die Licht. Brati, du hast mich erschreckt. Hat er wieder rumgeschrien. Oh Gott. Wie hieß nochmal der Command für die Mods für Zweite Welt KOTH? Oh Gott, wie waren, was haben wir denn nochmal genommen? Oh, KOTH. Was hatten wir da genommen? Don't know. BW2. Mach mal, versuch mal Ausrufezeichen KOTH. Ausrufezeichen, oh, was hatten wir da genommen, verdammt. Das ist schon so lange wieder her, weißt du? Wow! Wo ist er? Ach, da kommt er. Komm raus. Los, komm. Komm. Boot, 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 boot. Okay, das ist schon mal der falsche. Was hatten wir da genommen? Kommt der jetzt da raus, oder was? Na komm. Ich glaube, der will da nicht rauskommen. Der will nicht da raus, ne? Warte mal. Okay, geht aber auch so. So, genau. Keys könnt ihr natürlich auch gewinnen. Einfach eine Zahl raten zwischen 0 und 5000. Und dann Ausrufezeichen Key zusammen. Also Ausrufezeichen Key und meinetwegen 1111. Haben wir zusammengeschrieben. Oh, darf ich den jetzt hier nicht? Oh, nee. Warte mal, da war es gerade. Sammeln. So. Zusammengeschrieben. Ohne Leerzeichen dazwischen. Call me crazy. Kriegt ihr nur einen Infotext. Genau, sonst kriegst du halt nur den Infotext halt. So, wir sind viermal schmutzig. Nehmen wir uns mal schnell. Viermal schmutzig. Schmutzig hoch vier, ja. Ja. La 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 la. Und bevor es nicht geraten wird tatsächlich, die Zahl natürlich auch nicht geändert. Also von jedem Stream halt natürlich, ne? Wird die Chance immer höher und immer höher, dass ihr das bekommt. Wenn man sich das alles mit aufschreibt. Ja gut, wenn, also du selber kannst ja ungefähr merken, weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt ganz scharf drauf bist halt. Dann weißt ja ungefähr, okay, ich habe das und das halt eingegeben, ne? So, jetzt machen wir uns erstmal was zu essen. Wir müssen erstmal schnell hier zurück. Erstmal was futtern. Genau, lecker Kaiman-Steak gibt's jetzt gleich. Aber es ist schon so lange kein Key weg gewesen. Jetzt müsste ich mal kurz gucken. Warte mal, ich muss das, schaue ich mal kurz. Kleiner Blick. Nicht wundern, es geht gleich weiter im Stream. Commands. Kannst ja mal auf eine. Ja, ich wollte halt auf einen Tausender beschränken. Oder einen, so. Tipp geben, genau, das wollte ich nämlich gerade machen. Vielleicht finde ich hier nämlich auch gerade. Ausrufezeichen 1944. Lieber The Creeper war. Lieber Call Me Crazy war der Befehl. Und. Wo haben wir den? Lalala, wo hatte ich denn hier die Zahl? Ich glaube, das hier, oder? Nee. Natürlich, wenn man so 1 Million Befehle hat, dann ist es natürlich immer wieder schwierig. Haben. Ich suche gerade den Key-Befehl, welche Zahl ich da eingetragen hatte, damit ich es eingrenzen kann. Den ich suchen? Achso, hier habe ich es, okay.
Es ist zwischen 2 und 3000. So. Also zwischen 2 und 3000, ne? Geben wir mal einen Tipp. Vielleicht kann ich ja dann heute noch einen Key raushauen. So, jetzt geht's erstmal weiter hier. Nein, der hat doch nur noch einen Leben. Von 62. Wie gesagt, Ausrufezeichen 1944 halt, war der, die Mods halt, ne? So, YouTube und Twitch-Stream, wie? Was meinst du, Patrick? Läuft ja auf YouTube auch der Stream? Dann habe ich aus Versehen das falsche Profil genommen. Ich hatte nämlich damals einen Restream. Oh Gott. Oh Mann. Oh Mann. I need a rest. Echt? Okay. Das muss ich nachher nochmal ändern. Dann muss ich wieder das andere Profil einstellen. Komischerweise sind. Naja, gut, einmal ist jetzt nicht so schlimm, aber. Gut zu wissen. Danke, Patrick. So, Fehler wurden begangen, genau. Ne, ich habe da verschiedene Profile hier, weißt du, und anscheinend habe ich irgendwie das Profil aus Versehen geändert. Das ist ja doof. So, ach ja, genau, Feuerchen müssen wir jetzt nochmal schnell machen. Zack, E, N, Feuer. Aber danke, dass du mir Bescheid sagst, Patrick. Das ist nämlich echt wichtig. Gut. Was haben wir denn eigentlich an Essen aufgesammelt? Die guten Kaiman-Steaks. Wir legen sie mal kurz hier in Sand. So. Und dann müssen wir jetzt noch schnell Stöckchen besorgen. Erstmal noch kurz was trinken hier. Zack, zack. Und eine Runde schlafen muss ich. Leider, hier am Mittag. So, damit ich erstmal schnell ein Feuerchen gleich anmachen kann, beziehungsweise mir erstmal noch was besorgen kann fürs Feuerchen. So. Eigentlich hätte ich das Feuer auch hier drunter machen können, aber naja. Gut, ich brauche ein bisschen Feuerholz hier erstmal schnell. Feuerholz, Feuerholz. Feuerholz. Holzfeuer. Aber was ich auch mal wieder spielen wollte, war Eco tatsächlich. Hätte ich auch voll Bock drauf irgendwie. Okay. Weil da gab es ja auch so viele Updates jetzt, ne? Und Space Engineers ist eigentlich auch wieder, weil da gab es irgendwie jetzt bei Space Engineers, hatte ich gesehen, dass die so ein Trading- und Ökonomiesystem halt mit eingebracht haben. Also das heißt, man kann jetzt auch so Shops und sowas erstellen und so ein Kram, weißt du? Mhm. Da könnte man natürlich auch richtig coole Sachen mitmachen. Eagle, bäh. So. Boah, Alter, gleich so viele. Hau ab. Ja, wie gesagt, zwischen 2 und 3000 ist es. Ne? Raten könnt ihr selber. Leider haben wir zu wenig Holz hier gerade. Damit ich mein leckeres Kaiman-Essen machen kann. Oh, das ist gut. Nüsse nehmen wir gerne mit. Ein Kaiman-Steak für dich. Wo eine Nuss ist, sind auch zwei. Ja, ich bin nur gerade zu lazy, weißt du, so, deswegen, weil ich viel in den Chat gucke und so viel mit euch rede. Achso, okay, ich sehe gerade. Im YouTube-Chat sehe ich auch gerade. Okay, danke, Patrick. What the fuck? Das ist nicht gut eigentlich. Aber naja, gut, das ist einmal jetzt nicht so schlimm. Kann ich im nächsten Dings ändern. Hab ich aus Versehen das falsche Profil angeklickt, Alter. Oh Mann. Ja gut, passiert jetzt halt. So, Frosch sammeln. Guten Strikes werden gesammelt, ne? Nee. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Also, ist jetzt nicht kein, weißt du, ist kein Weltuntergang oder so, aber... Zack, Affiliate weg. Nee, nee. Ja, da kenne ich noch ganz andere, Alter. Ich habe letztes Mal auch einen gesehen, das ist wirklich eigentlich ein großer Streamer und der macht das auch, ne? Und der ist kompletter Twitch-Partner. So. Aber ich verrate natürlich keine Namen. Ich möchte ja natürlich auch niemanden anschwärzen oder so.
Aber da finde ich es halt schon ein bisschen krass. Aber ich werde es, wie gesagt, nachher gleich ändern. Passiert direkt von zwei Plattformen. Ja. So. Jetzt fehlt mir ein Stock. Ernsthaft? Ja, Fallgiftfrosch. Ich weiß, dass du schön schreien kannst. Gut. Schön tödlich ist. Die sind hier richtig tödlich, Alter, die Viecher. Ich glaube, es sind ja sogar die tödlichsten Amphibien auf der Welt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Die brauchen dich einfach nur zu berühren und du kriegst schon mal. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich hatte nur mal irgendwie sowas gehört. Ich sag, die brauchen dich eigentlich nur anfassen und du kippst. Ja gut, das ist ja halt diese Schleimdrüsen von denen sozusagen, aber da musst du halt auch eine offene Wunde halt haben. Also so kannst du die halt anfassen. Aber du darfst halt keine offene Wunde irgendwie haben oder so, das darfst du halt nicht irgendwie mit deinem Blut halt vermischen. So durch die Haut geht's halt nicht. Das weiß ich halt. Aber wie gesagt, mehr weiß ich jetzt auch gerade nicht. So, benutzen. Bitch! Jetzt wird nämlich lecker erstmal gegessen hier, Alter. So. Aber ich sag danke, Patrick, für das Bescheid sagen, ne? Da gut. Hast du wieder einen mit der Glocke erwischt. Mit der Glocke? Glocke anschaltest, dann kriegst du ja über alles Info. Ach so. Naja, wahrscheinlich hat er nur YouTube aufgemacht und sowas halt und hat das gesehen halt, weil er mich ja abonniert hat. Aber, strange auf jeden Fall. Ist ganz, ganz komisch. Weil das passiert mir nie, eigentlich. Ah, okay. Hast du nur gesehen, dass ich live bin, ja. Wollte ich gerade sagen, Glocke hat ja keiner bei mir an. Nein. Mach die Glocke an. Sei brav. Gut, brauche noch ein bisschen trinken. Ich mach mal alle Schalen kurz raus. Was denn? Nee, das. Endboss. Achso. Ich hab den nicht binnen 20 Sekunden platt gekriegt. Musste dann mein Arkorn neu aufladen. Ja, aber wie gesagt, so ein Survival-Game mit, was im Weltraum-Setting ist, wenn man so jedes Mal random auf einem neuen Planeten ist, so ist halt, weißt du, so eine Mischung aus Green Hell und Überleben sozusagen, aber nur auf Planeten halt, das, was Frank vorhin gepostet hat, würde ich sehr, sehr geil finden. Also, Creepy Jar, ne? Ihr müsst unbedingt, Weltraum-Szenario was machen, ne? Ihr sprecht ja Polnisch bei Creepy Jar. Übersetzt mal. Oh Mann. Nein, Quatsch. Dolmetscher. Ja klar, ich nehme aber 50 pro Stunde. Alter, was? Nein, alles gut. Das ist aber teuer. Mit Fuffi in einer Stunde, weißt du, das. Alter. Das verdient nicht mal unsere Frau Bundeskanzlerin, weißt du? Ach, Angie, die kann das ab. Meinst du? Klar. Boah, Nährstoffe verliere ich jetzt hier aber echt gerade ordentlich, ey. So. Was brauchen wir denn noch alles? Eigentlich alles. Bananas gab's doch hier auch immer viele. Sagt er ja und findet keine Bananen. Gibt es wenigstens Kokosnüsse? Auch nicht. Eigentlich kann ich mich immer noch daran erinnern, tatsächlich aus der Beta, halt, wo wir es gespielt haben, dass hier noch eine recht gute Überlebensstelle war. Aber da hatte ich natürlich die ganzen Fallen. Das war natürlich auch immer praktisch. So, dann ist noch ein Pilz, den nehmen wir uns noch mit. Ich muss kurz mal nebenbei ein bisschen hier auffrischen. Und ich wollte eigentlich heute noch einen zweiten Stream machen, aber ich weiß nicht, welches Game. Also, keine Ahnung. Naja, du musst denn. On the fly switchen, fertig. On the fly? Ja gut, ich hab's immer ganz gerne getrennt, halt wegen Videos für YouTube und so. Mal sehen. Aber wie gesagt, ansonsten... Comic Crazy Dot ist ja, glaube ich, gefragt, ne? Wegen 1944, ne? Ausrufzeichen 1944. Da
Dann siehst du da nochmal die Mods. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile leider keinen KOTH-Server mehr. Hier ist gerade echt wenig an Essen. Coconuts, Coconuts. Eurotruck Simulator habe ich tatsächlich gar nicht. Und ich würde, wenn, dann würde ich tatsächlich auch eher... American Truck. Ja, nee, wenn würde ich dann tatsächlich eher ein mit Lenkrad dann das halt zocken oder sowas, ne? Ja, aber dann, ich habe eins von vor 15 Jahren. Das ist... Funktioniert noch gut, oder was? Funktioniert, ja, aber das ist richtig scheiße zum Einstellen. Okay. Halt nur rechts 90 Grad, links 90 Grad. Ja, ja. Das war's. Und da wirklich was einstellen kannst du auch nicht. Gut. Unser Gürteltier. So. ETS Multiplayer, das Spiel für jeden Troll. Na gut, da gibt's glaube ich noch Schlimmeres, ey. Ich würde auch gerne mal wieder so einen Flugsimulator oder irgendwie sowas in der Art zocken. Hätte ich auch voll Bock drauf. Aber dann eher so auch wieder mit Joystick und sowas, aber sowas habe ich alles nicht mehr. Das hatte ich früher mal so als Jugendlicher, aber... Boy. Mittlerweile habe ich sowas nicht mehr. Aber deswegen habe ich ja viel Arma gezockt, oder? Achso, stimmt, aber jetzt zerstören muss man jetzt ja auch immer bestätigen. So, warte mal, wir können... Nee, machen wir mal nicht. Essen. Essen. Soweit, so gut. Kai den Mahn essen wir auch mal. So. Was kochen wir jetzt noch? Ein Pilz. Trinken. Auch wieder. So. 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 So, da schmeißen sie wieder einen Fight Club an. Kostpatte dir noch 9 Minuten. Beim Raub, soweit ich das gesehen habe. Fight Club sollte, glaube ich, wieder gehen. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher. So. Wir müssen erstmal wieder hier hochhasseln, ey. So. Jetzt müssen eigentlich nur noch Fette fehlen. Ja, genau. Gut. Alles klar. Dann ein flotten Speicherer. Und mittlerweile sind die Dings hier durchsichtig. Das verwundert mich auch gerade so ein bisschen. Ob das jetzt ein neuer Bug ist? Weil oben sind sie nicht durchsichtig und unten kann man durchsehen. Das ist ganz komisch. So. Nicht Tag 2, sondern Tag 3 mittlerweile. Yeah. Gut. Soweit, so gut. Fette brauchen wir ein paar. Wie spät haben wir es? 1.33 Uhr. Ich muss schon wieder schlafen. Oh Mann. 1944 ist online, aber leer. Echt? Ich hatte gar keinen mehr gefunden. Der eine, den wir immer hatten. Von, ist der auch wieder von Code4Gaming? Oder welcher war das? So, ein Schokoriegel. Okay, EU1, der ist leer. Okay. So. Füllen wir noch einmal unser Feuer auf. Zack. Sind die eigentlich immer noch da drüben? Nee. Sind weiter gewandert. Okay, alles klar. Gut. Dann werden wir mal das Nächtchen durchschlafen. Aber nur bis 6 oder so. Oder 6, 7 Uhr. Machen wir so. So, was fehlt uns? Fette. Na gut, wir müssen halt irgendwie Picari oder so jagen gehen. Gut. Warte mal, erstmal hier. Trinken, 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 trinken. Okay, sonst ist alles fast voll. Fette. Ja, Picari-Fleisch wäre jetzt natürlich geil.
Aber das fangen wir hier nicht. Also nur da hinten, wenn. Haben wir noch ein paar Kokosnüsse oder Nüsse oder irgendwie was in der Art hier irgendwo rumfliegen? Ah, sieht eher schlecht aus. So, Essen. Essen. So, mitnehmen. Oh, lass mich über den Stock rüber. Nee, hier sind leider keine Kokosnüsse. Sauerei. Und wir haben uns wieder Igel eingefangen. Wie sollte es auch anders sein? Zack. Zack. Wahrscheinlich wieder genau im letzten Bein, wo ich gucke. Nee, hier. Bäh, bäh. Weg damit. Vielleicht muss ich gleich doch noch einen Picari angehen. Sieht stark danach aus. Okay. Jagdmodus activated. Da rennt's schon weg. Würde ich bei deinem Anblick aber auch. Was? What? Hab doch die Cam gar nicht an. Obwohl, kann ich immer wieder anmachen. Hier, da. Ja. Schnell weg hier. Na, wo seid ihr hin? Put, 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 put. Ich hätte mal gelesen, tatsächlich, dass es geht mit dem Shift, aber irgendwie ging es jetzt gerade nicht so toll. Na komm. So, ich frage mich, was gruseliger ist, das Game oder Seta? Was? Oh, Party. Genau meine Frage. Arsch. Genau du. Ist gut, dass die Viecher können hier nicht so weit wegrennen, weißt du? Aber ich muss ihn halt mal vom... Wenn ich mal gut sehen würde, weißt du? Oh. Ja, ja. Besorg dir eine Brille. Na gut, es regnet gerade und ich habe, das liegt jetzt nicht gerade am Sehvermögen, sondern eher am Regen und an den Büschen hier. Besorg dir eine Brille, dann siehst du besser. Ich hab noch nicht mal Sehschwäche, weißt du? Was soll ich denn eine Brille tragen? Hol dir eine Brille, siehst du immer noch besser. Du musst auch einfach nur ein normales Fensterglas rein, aber dann siehst du trotzdem besser. Ich habe eine Sonnenbrille. Die haben diese Hitbox, beziehungsweise die Detection-Box sozusagen, von denen ganz schön krass verändert, Alter. Die rennen jetzt ziemlich schnell weg, die Schweine. Hm. Die Schweine! Ich will doch nur was essen, Mann. Der hat mich durch einen Stein gesehen, ist klar. Blöde Sau. Vorbei. Arr! Das ist echt schwierig geworden jetzt mittlerweile mit dem Speer. Muss ich echt sagen. Wo ist die Sau? Endlich mal ein neues uraltes Teil. Hey. Oh Gott. Mit Finding? Diablo. Neues, also, uraltes, legendäres Item. Ah, okay. Endlich mal. Genau, renn zum Strand. So, sieht da wie mit, sieht's mit COD aus? Was, COD? Ja, COD Modern Warfare. Ist das gut oder was? Kommt da jetzt raus?
Aber ich bin ja eh nicht so der COD-Fan. Oh, jetzt bleib stehen. Arr. Ich brauche wieder Fallen unbedingt. Ganz dringend. Warte mal, ich höre. So. Gut, das Picari gibt mir Fleisch. Essen. Ich weiß gar nicht, also COD war ich nie der Fan, aber wenn es jetzt nicht zu schlimm ist, dann könnte man ja vielleicht mal reinschauen, aber ich weiß nicht. So COD, CSGO und diese ganzen schnellen Shooter, so, weißt ja. Ist nicht gerade das Geilste. Ja, für dich vielleicht nicht. Na, magst du die, oder? Ja, es geht. Also COD, gut, oder? Ich meine, Borderlands ist jetzt nicht gerade langsam, so. Ja gut, ja. Borderlands ist so ein bisschen was anderes, ne? Mhm. Also da finde ich halt zum Beispiel halt mit der Story in Koop, finde ich mega gut halt. Auf jeden Fall. Ist halt so eine Art Destiny auch. Ja. Oder Division quasi, mäßig. Bei irgendeinem Spiel hatte ich mir letztens mal bei GameStar angesehen oder sowas, halt, die haben das irgendwie verglichen mit Destiny? Nee, mit dem anderen. Division? Mit Division, ja. Ja, kann man machen. So, jeder spielt ab jetzt nur noch WoW. Oh Gott, nee, hör bloß auf, Alter. Dafür habe ich viel zu viel Zeit meines Lebens, also nicht verschwendet. Also es war eine gute Zeit, aber alter Falter, ey. Wenn ich jetzt damit auch noch wieder anfange, dann habe ich nie gar null Zeit. Dann geht gar nichts mehr, Alter. So, dann werden wir uns mal noch ein Picari-Süppchen. Yummy. Zack. Aber ich guck gerade mal. Ja, wir machen jetzt noch so circa 20 Minuten, halbe Stunde oder so. Und dann mache ich erstmal eine kurze Pause und dann schauen wir mal, ob wir nachher noch was streamen. Warum bin ich jetzt dreckig geworden? Das muss mir mal einer erklären. Ja. Nur das Fleisch angeguckt und da gestanden ist es. So. Trinken. Jawohl. Gut, jetzt sollte es mit dem Werden gleich wieder in Ordnung sein. Machen wir noch ein bisschen Knochensüppchen. Lecker Mark auskochen. Zack. Und Rudi ist immer noch da. Unser Gürteltier. Es läuft hier immer noch friedlich durch die Base. Finde ich mal cool. So, hab bei Release 25 Stunden gespielt. Also WoW meinst du oder was? Oder was meinst du jetzt, Patrick? Gut. Machen wir auch nochmal kurz beiseite. So. Und dann machen wir uns mal unser Fleisch hier nebenbei. Zack. Zack. Und ansonsten hat sich da irgendwas geändert, aber eigentlich ist ja nichts irgendwie da Besonderes jetzt. Das ist ja eigentlich nur wie die alten Teile. Ja. Theoretisch einfach nur Classic. Ja. Alter, diese Scheiß-Mobs hier, ne? Das ist direkt wieder ein. Direkt wieder verkackt. Wenn man direkt am Anfang Scheiß-Gift-Mobs hat, ey. Gut. So weit, so gut. Ich wollte eigentlich noch da hinten zu dem einen Dorf hin. Gucken, ob das noch geht. Warte mal, wir machen uns noch eine Pilzsuppe. Hätte ich eigentlich nicht da hinstellen müssen, aber egal. Trinken. So, Zucker. So. Sind wir auch wieder relativ voll von den Werten. Wenn wir jetzt noch das eine Fleisch essen, sind wir wieder ganz voll. So, essen. Jo, ungefähr. Gut. So. Ein
paar Pfeile wären noch gut. Sammeln. Sammeln. So. Wie spät ist es? 12:28. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit wir heute noch hingehen können. Herstellen. 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 So. So. Herstellen. Herstellen. Wo macht das denn da jetzt nicht rüber? So. Zack. Gut, denn so 10 Pfeile oder so wäre schon ganz geil eigentlich für diese Aktion. Kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Warte mal, alt. So. So. Federn haben wir auch noch ein paar. Unser Wasserschweinfleisch liegt daneben, alles klar. Zack. Zack, zack. So. 2 Stück können wir noch machen. Na gut, dann probieren wir es gleich so. Herstellen. So. So. Gut. Dann ein Flottenspeicherer. Und dann flitzen wir mal rüber. Das irritiert mich jetzt, dass es hier so durchsichtig ist. Das ist ziemlich lustig. Gut zu wissen, ey. Das ging nämlich vorher nicht eigentlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Glitch ist oder ob die das so gewollt haben. Gut. Auf. Bisschen zwischendurch stärken. Wie ist da eigentlich das Level Cap bei WoW Classics? 60. Okay. Also komplett wie früher, es hat sich ja dann gar nichts geändert, ne? Ist einfach nur Classic. Ja. Quasi der allererste WoW. Strange. Aber bei Twitch und so wird das ziemlich viel gespielt und angeguckt halt, habe ich gesehen. Das ist ziemlich krass. Ich meine, selbst Munda hat das gespielt, ne? Der spielt das selbst auch noch, immer noch. Ja? So, werden wir uns hier mal die Eingeborenen vornehmen. Die Kollegen. Weiß gar nicht, da waren glaube ich 4 oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Da oben irgendwo waren die. So, Essen. Hier oben müssten die gewesen sein. Hallo, Freunde? Maler Ingo, bist du hier? Hey, Maler Ingo ist schon abgefahren. Oh, lalalalalala. Hi. Hi, hi, ja. Miau. Flitzen. Oh Gott. Ich höre euch. Du erwischst mich jetzt nicht. Ah ja, sie bleiben immer noch an der anderen Seite stehen. Oh, das ist nett von denen. Nein, bleib hier. So, wir haben aber das Rezept bekommen, das ist gut. Wo ist er denn jetzt hin? Da hinten. Alter, das neue Zielsystem ist echt schwierig, muss ich sagen. Das Zielen ist so krass unmöglich. Also das müssen wir wieder... Alter. Das müssen wir wieder... Jetzt ist er gestorben. Aber... Er hat mich auch 2-mal getroffen. Ist echt schwer geworden. Muss ich sagen. Oh, da kommt der nächste. Oh, hallo. So, Headshot. So, Stammesbogen. Den werden wir natürlich gleich mal ausschalten. Austauschen. So. Stammesbogen. Ah. Hallo.
Ich hab dir zweimal den Kopf geschossen, jetzt fall auch gefälligst um. Oh. Bam. Gut. Willst du mich? Jetzt hat er ein Salto gemacht. Alter, jetzt liegt er da wie... Herrlich. Oh, der Frosch hat ihn angestimmt. Wie er hier liegt, Alter. Wie er hier liegt, vor allen Dingen. Kopf im Wasser. Oh, Mann. Gut, sein Hals macht komische... warte mal. Screenshot? Warte mal. Und machen wir mal so. Zack. Gut, den muss ich kurz einmal leider auseinanderlegen. Menschen, vielleicht wollen wir natürlich nicht essen. Wir sind natürlich keine Kannibalen. Aber ich will den Speer haben. Oh, ganz, ganz sicher, Alter. Das will, ich weiß nicht. Selbst wenn ich am Verrecken wäre. Ich weiß es nicht. Könnte ich gar nicht. Probieren würde ich es mal, wenn ich kurz vorm Verhungern stehen würde. Boah, ich weiß ja nicht. Ja, gut, man weiß natürlich nicht, was man macht in so einer Notsituation, ne? Was würdet ihr, Chat, schreibt mal was. Würdet ihr in so einer extremen Notsituation, würdet ihr Menschenfleisch essen? Du Hauben in Bergen. Jetzt kommen gleich die ganzen Kannibalen vor, weißt du? So, so wie ich. Ja gut, in Forest, ne? Da war ja Medo immer der... Ich esse nur die Kannibalen, die Eingeborenen. Die leckeren Eingeborenen. Knusperbeine, weißt du? Ah. So, nein, niemals. Blue Steel, moin moin. Schön, dass du auch da bist. Wo hat der denn jetzt sein Speer, sag mal? Ich will den Speer haben. Hier, noch ein Bogen, das war aber meiner. Den Pfeil nehmen wir wieder mit. Stocklinge. Können wir eigentlich mal austauschen. So. Ich wollte sein Speer haben, verdammt. Also solange es noch andere Ausweichmöglichkeiten gibt, würde ich auch keinen Menschen essen. Ja, aber es gab ja zum Beispiel auch denjenigen mal, der irgendwie im Berg irgendwie, also auf dem Berg halt irgendwie eingeklemmt war oder so, ne? Der hat sich ja dann auch irgendwie den Arm abschneiden müssen oder sowas halt. Ne, der war, ist allein in der Wüste quasi wandern gegangen, ist dann irgendwo runtergefallen, saß 127 Stunden fest und hatte sich dabei quasi den Arm eingequetscht und hat den Arm dann mit dem Löffel halt amputiert. Okay. So war die Geschichte. Na gut, da gibt es viele Geschichten halt, ne? Also ich kenne halt wirklich tatsächlich einen auf dem Berg halt, der irgendwie eingeklemmt war, sich einen Arm abschneiden musste, was halt, und oder beziehungsweise wo einer gestorben ist von dreien oder so, und die sich dann auch untereinander essen mussten oder irgendwie sowas halt. Oder? Nee, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, ja, klar. Ich meine, es gibt ja viele davon halt, ne? Wo haben wir jetzt hier unsere ekligen Igel? So. Zack. Weg damit. So, dann schauen wir mal bei dem im Dorf nochmal vorbei. Jetzt müssten wir sie eigentlich ausgerottet haben. Wir sind hier wieder im Dschungel unterwegs, weil es immer wieder die eingeborenen Völker wieder alle tot. Unglaublich. Dödelmaus, was machst du wieder, ey? So. Denn ich wollte eigentlich nur wegen dem Waffenständer hier noch hin. Den haben wir jetzt ja schon bekommen, ne? Genau. So. Genau, und hier kriegt man jetzt mittlerweile mehr Stöcke raus, tatsächlich. Also große Stöcke auch. Gut zu wissen. Hier das Dorf haben die aber auch ein bisschen verändert. Hier gab es früher auch mal mehr. Gibt es hier noch irgendwie was Geiles? Lagerfeuerasche? Nehmen wir mal mit. I don't know. So, Fette brauchen wir eh gerade. Hier haben sie auch wieder ihr altes Fleisch liegen lassen. Ich sehe schon. Die guten Eingeborenen. So, und unser Fleisch zu Hause ist schon verbrannt wahrscheinlich, aber ist nicht so schlimm. Nichts an Neues mit. Naja gut, Menschenfleisch halt, ne, aber das esse ich ja nicht. Nee, sonst haben die, also die haben das ein bisschen verändert, hier das Dorf. Das war früher mal ein bisschen größer. Okay. Gut. Wenn es hier sonst nichts Geiles gibt,
Dann sammeln wir noch ein Stückchen und gehen zurück. Zack, zack. Gut. Waffenständer ist auch nichts dran. Dann gehen wir wieder zurück. Aber die Map ist mittlerweile, wie gesagt, jetzt seitdem wir die Story rausgebracht haben, ist ja nochmal größer geworden. Die ist jetzt schon echt groß, muss ich sagen. Also kann man schon einiges erleben. Vor allem, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. So, Stöckchen. Lianen, brauchen wir bestimmt auch noch ein paar wieder. Zack. Ja, dann gehen wir im nächsten Stream uns die anderen Sachen noch zusammensuchen. Also wieder nach Richtung Kokscamp. Ne? Was? Kokscamp? Hm. Nimmst du da etwa immer wieder Koks ein, oder? Nein, da gibt's halt so ein verlassenes Kokscamp halt. Also hier auf der Map. Eine Marihuana-Plantage mischen, ne? Nee, das gibt's nicht. Das habe ich hier, also habe ich noch nicht gefunden. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es im Dschungel das nicht gibt, aber gefunden hier habe ich es noch nicht tatsächlich. Aber das so richtig halt so Coca-Pflanzen und so, da siehst du halt richtig, wie das alles hergestellt wird und so. Ne? Und in der Story gab es halt so ein Zettelchen oder sowas, da stand auch so ein halbes Rezept mit drauf, weißt du? Jo. Ah, ja. So, erstmal Funken verbannt noch schnell. Dann ab nach Hause. Denn es gibt noch einige Stellen, die ich auf der Map tatsächlich in der Story auch noch nicht abgegangen bin. Also nicht einige, aber so zwei oder drei Stellen. Da wollte ich dann auf jeden Fall auch nochmal hin. Mal anschauen, was da so los ist. Naja, Pikari. Ah, die Sonne geht unter. Haben wir zufällig noch ein Schildkröti hier? Schildkröti, hallo. Ich weiß, drüben auf der anderen Seite bei dem anderen Dings gab es auch noch was, aber meistens rennt die auch immer hier ziemlich oft rum. Leider ist sie gerade nicht zu sehen. Den zweiten Schildkrötenpanzerschal würde ich gerne nehmen. Glaube nicht. Bäh. Sag ich doch. Die Feigefrösche, nee, die kam gerade so 12 auf mich zugehüpft, weißt du, dachte ich so, okay. So. Nein, die greifen zum Glück nicht an. Aber wenn du die aufhebst, dann kannst du sie sogar lebend halt im Inventar behalten. Ja. Allerdings wirst du natürlich fettvergiftet dadurch, ne? Ja, das ist wohl klar. Sogar ziemlich ordentlich. Also ist, glaube ich, so einer der härtesten Sachen, die du hier erleben kannst. Hast du dann so einen Trip ein, ne? Ja, und ich seitdem, also wo das Update halt rauskommt, weißt du, ich so beim ersten Mal gleich eingegessen, weißt du? War nicht so geil. Nee? Nee. Hat auf jeden Fall ordentlich Vergiftung und ordentlich Fieber gegeben, Alter. Das war schon, ja, strange auf jeden Fall. So, zack. Ja, geht ja noch. Ist doch nur ein Fallkopffrosch. Ja, mir würde jetzt halt noch fehlen, dass ich jetzt, ne, ich habe noch keinen Dings gefunden, wo man jetzt irgendwie ein Blasrohr herstellen könnte oder so. Hm. Daher... Bambus. Ja, habe ich schon alles probiert, aber geht leider nicht. Ich weiß nicht, ob es schon mit drin ist, weil dann hätte ich so gedacht, okay, Fallgiftfrosch gleichzeitig noch, ne? So, und dann so mit schön eintauchen oder so. Gut, Knochen. In die Eingeborenen rein. Ja. So, was kochen wir uns denn jetzt Schönes? Pilzsuppe erstmal. Dann schmeißen wir nochmal schnell das Feuer nach. So. Adlerfleisch ist fertig. Disco-Stufisch. Trinken. Zack. Jo, ich bin der Disco-Stew. Na, aus welcher Sendung ist das? Demsons. Genau. Fand ich auch immer einen sehr lustigen Charakter, muss ich sagen. Und der tanzt und tanzt einfach immer. Hm. Ja, das ist halt ein fröhlicher 60er-Jahre-People, weißt du? So 70er? 70er? Ich weiß gar nicht, wann 70er. War das so Disco? Ist der so sein? Ich meine so 70er, oder? Ja, ich glaube auch. 80er fing es ja dann so langsam an mit elektronischen Sachen und sowas halt so. Oder Deutsche Welle und so ein Kram.
Ja, Disco war früher. Also, Disco Stew war früher da. Hm, ja, gut, Disco Stew ist ja, glaube ich, ein Tanz, ne? Ist das nicht so? Oder ist das die Lebensart? Oder ist das irgendwie die... Ich glaube, das war ein Tanz oder so. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Weiß ich nicht. Also ich meine, ich bin zwar alt, ne, aber so alt bin ich noch nicht. Ich bin, ja wie gesagt, 83 geboren, halt. Das wissen ja viele. Disco. Disco, Disco. So, noch eine Knochensuppe. Wir sind eh ganz voll jetzt gerade. Gut. Also wenn ich Disco Stew eingebe, da kommt nur die Simpsons Figur. Okay. Ich weiß es wie gesagt nicht hundertprozentig gerade. Mir war so, als wenn Disco Stew irgendwie auch eine Tanzart wäre, sowas wie, keine Ahnung, Boogie oder Cha-Cha oder sowas, weißt du so? Ich glaube, das war einfach nur so Disco-mäßig. Weil die haben ja alle so Schlaghosen und so ein Kram halt gehabt und so ein Kram, ne? Ja. So, wie spät haben wir es eigentlich hier? 21 Uhr. Bürgerlicher Name, Diskothek Stewart. Echt? Ja. So heißt das dann, ja, bei Simpsons? Ja. Auch geil. Charakterisierung, Alter, Größe und Gewicht, 41 Jahre, 1,77 ohne Schuhe und 1,96 mit Schuhen. 41 ist der, okay. Auch nicht schlecht. Alter. Er fiel bei einem Boogie-Unfall in den 70ern ins Koma. Okay. Deswegen ist dann... Wollte Captain werden, bevor Marge ihn unfreiwillig für Disco-Musik begeisterte. Mhm. Er erwachte Mitte der 90er nur, um festzustellen, dass die Disco-Stinkt-Bewegung gewonnen hatte. Was? Disco stinkt? Nun kämpft er dafür, dass alles wieder so wird wie früher. Kurioses, eigentlich hasst er Disco. Okay. Alles klar. I don't understand this. Verrückte Geschichten. Aber erstmal die Lore, Alter, von Simpsons, auch nicht schlecht. Man ja auch mal wissen, ne? Ich dachte mal, ich weiß schon ziemlich viel über Simpsons, aber wenn man jetzt so überlegt, dann weiß man eigentlich doch gar nicht so viel. Ja, ne? Ja. Größe, Alter, Gewicht von Homer oder so, ne? Ich weiß, dass Bart 10 ist und Lisa 8. Ja, ist das, bin ich auch, glaube ich, gerade der Meinung. Ja, sind sie. Das seit, wie lange gibt's die jetzt schon? Boah, Alter. Ja gut, die ersten gezeichneten Sachen und so sahen ja auch immer noch strange aus, ne? Ja. Und hier Eigentum. Schuhe, in denen sich Aquarien befinden. Fische sind allerdings inzwischen tot, aber er bekommt sie einfach nicht raus. Okay. In seinen Schuhen ist halt ein Aquarium. Und er bekommt halt die Fische nicht gefüttert oder raus. Frische. Disco Stew macht keine Reklame. Disco Was? Stew mag Disco-Musik. Disco Stew hätte sich Disco ducken sollen. Okay. Disco Stew hat geredet mit du. Du. Gut, ich würde aber sagen, liebe Leute, ne, wir haben jetzt schon wieder fast 3 Stunden, beziehungsweise über 2,5 Stunden. Der hier ist auch noch gut. Disco okay, Stuso hat Uso für Zwuso. What? Disco Stuso hat für Uso. Warum leckt das gerade so bei OBS? Ganz komisch. Okay. Ich bedanke mich aber natürlich dafür, dass ihr natürlich wie immer dabei gewesen seid. Und der nächste Stream wird entweder nachher jetzt so eine halbe Stunde halt sein oder halt spätestens morgen natürlich so 16 Uhr. Und. What? Machst du das gerade? Ja. Ich bedanke mich natürlich beim lieben Medu. Das stinkt. Bei allen, die zugeschaut haben, Blue Steel natürlich, Bömmchen ist am Start, sehe ich gerade. Crazy natürlich, ne, mein guter. Ne, natürlich meine bratige Bratwurst. Herzlichen Dank natürlich nochmal für den Resub, Mann. 24, also 2 Jahre, Alter. Du bist echt wahnsinnig. Ne, Medu natürlich auch. Und sei froh, dass es kein Geruchsmikrofon gibt. Ja, glaube ich dir. So, ansonsten natürlich alle, die natürlich zuschauen. Death Squad 1980 natürlich. Auch sei gegrüßt, Bugsniffer. Natürlich auch gegrüßt. Und
Ja, ich glaube, die anderen sind alle so eine Lurker-Channels. nee, falls natürlich einer von euch dabei ist, natürlich, wie seid ihr alle grüßt, ne? Normalerweise streame ich eigentlich fast immer täglich ab 16 Uhr. Nur im September ist jetzt gerade schwierig. Nur im September ist jetzt gerade schwierig, neue Azubis und so bei mir im Betrieb halt und daher viel zu tun auf Arbeit. Und ich mache das Ganze natürlich nicht hauptberuflich, sondern natürlich aus Hobby. Und ja, ich würde aber sagen, wir sehen uns im nächsten Stream wieder, wenn wir irgendwas streamen. Also irgendein Game natürlich, ne? Bis dann. Ciao. Und bei YouTube natürlich nicht vergessen, Daumen hoch, würde mich freuen. Und ja, ein Kommentar, falls ihr auch Tipps, Trips, Tricks oder Anregungen habt. Genau, oder Röpster. Ne? Röpst mich gerne an. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, am nächsten Stream wieder. Bis dann. Ciao.